Ja, guten Morgen. Wir haben es jetzt 9.14 Uhr. Ich war mehrfach schon wach, viel früher auch. Ja. Unter anderem dachte ich mir, um 7 Uhr, jetzt könnte man aufstehen. Aber da war mir überhaupt nicht danach. Dann war ich um 8 Uhr wieder wach. Dann dachte ich mir, ach nee. Und jetzt haben wir es um 9 Uhr. Ja. Der Grund einfach, warum es mich nicht eher aus den schönen Federn hier rausgebracht hat, ich war auch nachts mehrfach wach. Ich kann nicht sagen, so langsam ist am Ende. Ich quäl mich bloß noch. Echt, es geht gar nicht mehr. Ich dachte ja, vielleicht fängt sich's irgendwann wieder, aber es wird jede Nacht wirklich nur noch schlimmer. Es wird nicht mehr besser. Thema Isomatte, ja, oder Thema Bodenkälte und unkomfortables Liegen, ja. Punkt ist, ich werde wach, weil es zu hart ist und zu kalt vom Boden, ja. Dann mache ich den Schlafsack zu, drehe mich auf eine andere Seite, also knüpfe den ein bisschen weiter hoch, ja, drehe mich auf eine andere Seite, auf dass mir wieder ein bisschen wärmer wird. Dann wird mir im Schlafsack natürlich zu warm. Ich meine, wir haben so um die 8 Grad nachts. Ja, wenn ich den richtig zumache, dann kriege ich da schon, ne, richtig Wärme. Dann wird mir wieder zu warm. Ich mache den Schlafsack also wieder auf. In dem Moment, wo dann die Wärme aus dem Schlafsack raussteigt, ja, fange ich dann auch wieder an, auf dem Boden zu frieren. Ja, dann wird es wieder zu unangenehm, zu hart. Dann kommt die Bodenkälte durch. Ey, hört mir auf, das geht die ganze Zeit, ging das im Wechselspiel nachts, ja. Bestimmt mindestens 4-5 Mal war mir entweder der Schlafsack zu warm oder der Boden zu kalt und zu hart. Der Schlafsack kann nichts dafür. Ja. Wenn ich vernünftig liegen würde, dann könnte ich den Schlafsack einfach aufmachen und es würde nichts weiter passieren, außer dass mir denn die zu viel Wärme aus dem Schlafsack raussteigt. Alles wäre schick, weil ich hätte ja noch die Wärme von unten. Aber da ich ja von unten grundsätzlich gar keine Wärme habe und es komplett unkomfortabel ist, ist ja sofort, ne? Also Thema Isomatte. Ja? Wir schlafen jetzt seit einem Monat auf einer Evazote und wir haben keinen Nahrungsmittelmangel. Es geht uns grundsätzlich nicht schlecht. Wir sind ja nicht extrem ausgelaugt. Wir haben keine miserablen Witterungsbedingungen oder ähnliches. Und dennoch, das Limit für diese Matte nach einem Monat Schlafen ist so weit erreicht, dass man sich wirklich jede Nacht unkomfortabel mittlerweile fühlt und es wird nur noch schlechter. Ich werde dazu, mache ich ja noch ein Video, hatte ich ja gesagt, ja. Aber nicht jetzt heute hier, da finden wir noch mal ein besseres oder da finden wir noch mal ein anderes Plätzchen, weil wir wollen erstmal weiterfahren. Zum Frühstück haben wir jetzt hier, glaube ich, noch 3 oder 4 Scheiben von diesen Weißbrottalern, die ich mal noch mal kurz anrösten kann. Und dann wären wir wirklich auch out of food. Na, denn ist alles Frisches, was wir aus dem Eimer sozusagen, dann wäre der Eimerfraß, ja, bis auf die Aufstriche, die süßen Sachen, wäre dann beendet. Ich könnte mir jetzt natürlich, wie gesagt, die Fertignahrung aufreißen, aber da will ich ja möglichst noch nicht rangehen. Also heute, wie gesagt, nach dem Frühstück sofort Abfahrt in Richtung Zivilisation, auf dass wir uns wieder ein bisschen mit Futti eindecken können und Vernünftiges kaufen können. Und ich hoffe, dass das gute Elchhack heute noch gut ist, weil es ist ja jetzt schon 3 Tage eigentlich viel zu warm gelagert. Ja. Das müsste denn heute entweder A gegessen werden, das werde ich, bevor wir in der Kaufhalle fahren, checken, ob es noch gut ist, ob wir denn noch zusätzliche Zutaten holen oder ob wir es denn leider an den nächsten Elch verfüttern müssen hier. Ja. Ja, und dann werde ich auch nochmal kurz in den Park zurückfahren müssen, jetzt tatsächlich, für ein Foto. Ja, ich habe das nicht vergessen, aber es war gestern zu dunkel. Und zwar dachte ich mir, wenn ich die Lundtagsstiefel schon in Schweden kaufe zu überteuerten Preisen, dann muss ich hier auch ein überteuertes Foto dazu machen. Ja, das heißt, das Titelfoto fürs Review von den Stiefeln möchte ich denn gern auch mit einem schwedischen Hintergrund haben. Der wird vielleicht auch später nochmal kommen, man weiß es nicht, aber ich sag ja, ne, man soll den Moment so ist, wie er gerade, ne, und ich weiß nicht, was morgen oder übermorgen ist, wie die Landschaft denn da aussieht, also was den Untergrund angeht, und hier habe ich noch ein passendes Eckchen. Das heißt, wir fahren nochmal ganz kurz in den Park rein oder an die Parkgrenze, das geht fix, da müssen wir nicht weit fahren, und machen ein paar Fotosession von den Stiefeln und dann fahren wir weiter. Ja. Wir beeilen uns jetzt auch, so gut wie wir das können, ja. Als Stress machen wir nicht.
Na, ihr seht ja auch, was hier mit was mit unserem Anti-Stress-Kind los ist. Ja, er gibt hier den Ton an. Ich war gleich hin. Oh. Würdet ihr so einen aus dem Schlaf reißen wollen? Das machen wir doch nicht, oder? Ja. Ja. Also an alle Frühaufsteher, ja, Eli wäre grundsätzlich nichts für euch. Ja. Der wird euch das auch nicht danken, ja, wenn ihr den, natürlich kriegt ihr den früh aus den Federn rausgepusht, ne, weil raus ist immer raus, aber denn nach relativ kurzer Zeit, da sagt er sich schon wieder, oh, und dann wird er auch den Rest des Tages nur vor sich hin dimpeln. Ja. Der ist, muss man so sagen, die Hunde richten sich ja nach den Haltern. Und Ila ist so erzogen worden, das habe ich, warum sage ich das hier? Weil ich das schon von den einen oder anderen immer mal wieder gehört habe, mit dem wir auch zusammen waren, die gesagt haben, mein Hund, der steht immer früh auf. Der, wenn ich wach bin, ist er auch wach und das ist immer früh. Ja, der Hund steht genau dann auf, wann ihr ihm das beigebracht habt, beziehungsweise so lange, wie er im Bett liegen bleibt. Ganz einfach. Ila ist als Welpe oder als Junghund, denn war auch noch relativ früh immer wach und wollte aufstehen. Da hat er für mich auf den Deckel gekriegt, ganz einfach. Ich gesagt habe, ne, morgens um 6, ne, also das waren ja wirklich, ne, ich habe ihn ja im Sommer bekommen, ja, dann war Welpenzeit und dann war Junghundzeit im Prinzip im Winter, ja, und da war es dunkel und kalt und da habe ich gesagt, sag mal, hast du Panne? Ich höre nicht wegen dir jetzt hier um 6 auf, du bleibst jetzt schön liegen, mein Freund. Ja, und somit habe ich ihm dann angewöhnt, dass er genauso lange lieben bleibt wie ich und genauso lange schläft wie ich. Das war mir wichtig, nicht nur zu Hause, sondern auch, also das Schlimmste, was geht, ist ein Hund oder irgendein Tier, was vor dem Bett steht und Rabatz macht, in der Wohnung rumrennt und raus will, ja. Der Junge hat sich nach dem Halter zu richten, meiner Meinung nach, was das angeht. Ja. Und da habe ich es bis jetzt bei jedem Hund geschafft, das ist ja nicht, Ila ist ja nicht der Einzige, sich nach meinem Tagesrhythmus zu richten. Ja. Das ist einfach eine andere Gewohnheitssache. Und da seht ihr ja, das Live-Beispiel, Ila bleibt so lange liegen, bis ich es für nötig halte, aufzustehen. Das ist auf Tour so und das ist auch zu Hause so. Ganz einfach. Ja, für alle Leute, die meinen, mein Hund muss jetzt um 6.23 Uhr raus, weil der das Gefühl hat, nein, muss er nicht. Wenn ihr ihm das sagt, ja, oder ihr ihm die Möglichkeit bietet, dann nimmt er die natürlich, ja. Aber er würde genauso gut auch die Möglichkeit noch nehmen, weiter im Bett zu bleiben. Ja. Was er ihm allerdings nicht, das ist das Erstaunliche bei Tieren, angewöhnen könnt, ist die Schlafengehenszeit, ja. Das will ich auch nicht mit Hammer auf den Kopf machen. Wie gesagt, die Aufstehzeit, das geht auf die friedliche Art und Weise. Und die man einfach zeigt, nö, ich bleib noch liegen und essen gibt's jetzt noch keins. Peng. Und pinkeln muss ja auch nicht. Muss er definitiv nicht. Also das ist auch, was man den Hunden gerne einredet. Mein Hund muss raus zum Gassi. Nein, muss er nicht. Ihr wollt das. Ganz einfach, so sieht's aus, ja. Und aber was ihr ihm nicht angewöhnen könnt, ist, das habe ich ja auch bei mehreren Hunden mal auf die leichte, sanfte Tour versucht, aber funktioniert nicht. Und die harte Tour mache ich nicht. Das mache ich nicht. Aber ist die Schlafengehenszeit. Egal, wann der Hund aufsteht, das war nicht nur bei Eli so, auch bei anderen Hunden so, ist ganz erstaunlich, da haben die innere Uhr für ihre Schlafensgehenszeit. Irgendwann ist abends und dann fällt der Hammer. Da richtet sich der Hund, man weiß es nicht, ja, nach der Dunkelheit nicht unbedingt, denn im Winter ist eher dunkel und dann ist auch der Tag für einen Hund eigentlich trotzdem noch ein bisschen länger. Ja. Aber die haben die innere Uhr, kann man sagen, und da ist, naja, so roundabout, könnte man meinen, so spätestens 9, 10, also 21, 22 Uhr und dann ist Ende vom Tag. Ja. Man kann mit Ila denn noch mehr machen, wenn man aktiv ist. Aber würde man dann, sagen wir mal, kurz rasten, ja, oder zu Hause nichts mehr machen, legt er sich hin und schläft sofort ein. Alles, was darüber hinausgeht, ihn wach zu halten, kann man machen, das ist richtig, ja, aber da halte ich nicht unbedingt was von. Also das, man muss ja nicht übertreiben, ja. Da hat er seine innere Uhr und die funktioniert, wie gesagt, sage ich immer, nicht nur bei Eli, aber auch bei anderen Hunden so, abends fällt der Hammer. Da ist nichts zu machen. Wenn ich der Meinung bin, ich bleibe länger auf, dann legt der Hund sich hin und schläft. Punkt. Allerdings noch nicht immer. Eli ist ja so auf Bewacher-Beschützer-Modus und
da ist er denn mit sich selbst im Zwiespalt. Das ist echt ein Problem manchmal für ihn. Da sage ich denn, komm, leg dich hin und ich muss noch 2-3 Stunden was am Rechner machen, ja, irgendwas ausarbeiten, was schreiben oder ich nähe noch irgendwas oder was auch immer abends noch ich noch mache, ja, nein, Fernsehen gucke ich nicht, weil ich keinen habe, also ich gucke Filme, ja, aber kein TV, also öffentliches Rundfunk, das habe ich nicht, und, aber bei Filmen schläft er grundsätzlich, da hat er kein Problem mit, ja, und wenn ich halt irgendeine Aktivität mache, und der merkt, ich bin noch nicht eingeschlafen. Er schläft dann ein und nach ungefähr so 20, 30 Minuten steht er wieder auf, guckt mich an, ja, und sagt sich, ey, Kunde, willst du jetzt nicht mal langsam ins Bett gehen? Ich sage dann, nein, ich muss noch weitermachen. Und dann ist er richtig angefressen, ne? Dann setzt er sich daneben hin und beobachtet ein, ja, versucht dann wieder einzuschlafen, also versucht wach zu bleiben, aber schläft dann wieder ein, ne? So nach dem Motto, guckt noch so und dann kippt er auch um, bumm. Bis er dann wieder sofort sich aufrappelt und sagt, nein, ich muss jetzt gucken, was der da macht. Und das Spiel kann dir echt 2 Stunden treiben. Da kannst du dann zureden und sagen, komm, jetzt schlaf endlich. Mach die Mütze zu, ja, du darfst schlafen. Es gibt hier nichts zu bewachen, nichts zu beobachten. Kriegt er nicht hin. Das kann der wirklich stundenlang machen. Also 2 Stunden ist so Minimum. Aber wenn es schlecht läuft, ja, kommt je nach Tag drauf an, dann macht er das sogar die ganze Nacht. Dann bleibt er so lange wach wie ich. Und wenn ich meine, ich muss die ganze Nacht durcharbeiten, irgendwas machen, dann kann der, findet er keinen Schlaf. Das ist dann echt schlecht, weil er den nächsten Tag natürlich breit ist. Ja, so wie ich denn auch. Ja, das sind natürlich Ausnahmefälle. Ja. Was ich damit sagen will, ist, abends ist es leichter, den Hund ihm ins Bett zu bringen, sozusagen. Ja. Während hin morgens es noch viel leichter ist, ihm zu sagen, bleib einfach im Bett. Ja. Und das betrifft jetzt Hunde. Ja. Und was ganz interessant ist, bezüglich Kindererziehung. Ja. Ich hatte ja auch mal den ein oder anderen Kontakt mit Mädels, mit Kindern. Ja. Alleinerziehende Mütter zum Beispiel, wo es denn gehießen hat, das Kind, man kennt das, ja, muss ich jetzt keiner Mutter was erzählen, die Zeit ist ran, Quack, und dann rennt ums Bett, Terror, aufstehen, Mama will eigentlich noch nicht, ja, oder man kann es vielleicht auch auf Papa sagen, ja, spielt ja keine Rolle, oder wir müssen auch nicht nur alleinerziehende, wir kennen auch Eltern grundsätzlich, ja, aber ich rede von diesem, von solchen speziellen Fällen, und dann muss natürlich das fürsorgende Elternteil aufstehen, obwohl es noch gar keine Lust hat, obwohl es ja nicht musste, obwohl es Wochenende ist und um 6.30 Uhr eigentlich doch liegen bleiben könnte, weil es ja in der Woche schon jeden Tag morgens um 5 Uhr aufsteht zur Arbeit, 12 Stunden arbeitet, fix und alle ist und die einzigen freien Tage, die sie hätten, ja, die quälen sie sich dann auch noch raus, weil die Kinder im Prinzip Rabatz machen. Jetzt kommt's, habe ich mal die gleiche Theorie angewendet wie beim Hund. Ja, Tatsache. Und habe gesagt, wenn die Dame das jetzt sieht, dann weiß sie gleich, worum es geht. Wenn nicht, ich nenne da keinen Namen oder so, aber es ist wirklich so gewesen. Ja. Kind macht Rabatz. Ich sage, pass auf, jetzt ist ja noch nicht aufstehen. Es war Wochenende, es war richtig früh am Morgen. Ich sage, der Hund bleibt im Bett, das Kind bleibt auch im Bett. Wir schlafen jetzt noch mindestens 2-3 Stunden weiter. Du legst dich hin. Ich sorge dafür, dass das Kind liegen bleibt. Ja, ich habe mehr oder weniger die gleiche Theorie angewendet wie beim Hund. Ja, ich habe nicht das Kind jetzt irgendwie, also nicht falsch verstehen. Also keine harten Tour, keine harten Worte oder sonst was, sondern es war noch so, dass man mit dem Kind noch reden konnte. Also schon, ja, es hat schon verstanden, war schon alt genug. Aber gerade so, mehr zum Antworten, viel mehr hat es da auch nicht gereicht. Ja. Und ihr habt denn nett und freundlich das ganze Thema rübergebracht, ja? Warum wir noch schlafen bleiben, man hast nicht gesehen, ja? Und das Ganze haben wir, ich glaube, 2-mal gemacht oder so, ja? Und hat dann auch tatsächlich funktioniert. Es hat funktioniert. Das Kind hat denn noch nicht viel lange. Also man muss jetzt nicht sagen, nicht 3-4 Stunden, aber 2 Stunden war dann wieder Ruhe. Erstmal. Bis der Terror dann wieder anfing. Aber es hat uns immerhin 2 Stunden gebracht, ja? Und das haben wir nochmal gemacht, nochmal. Und, dann, jetzt kommt der Witz, zu Hause, nächstes Wochenende, Dame sagt mir Bescheid, ey, sag mal, was hast du denn da gemacht? Was, der schläft zu Hause plötzlich länger. Das nächste Wochenende denn zu Hause verbracht, ja. Und,
da habe ich mir gesagt, also wenn das beim Hund funktioniert, dann bin ich guter Dinge, dass es beim Kind auch funktioniert. Ja, das ist einfach, wenn man das will, dann kann das klappen. Man kann es zumindest versuchen. Und das habe ich getan und es hat geklappt. Peng. Ganz einfach. Jetzt will ich ja nichts über Kindererziehung sagen oder sonst was, sondern was ich euch damit mitteilen wollte, ist eigentlich nur für die Leute, die nicht so früh aufstehen möchten. Ja, die Gründe haben, länger zu schlafen, die sollen das ruhig machen. Ja. Es sei denn, es gibt natürlich Termine oder es gibt jetzt einen festen Tourablauf. Nicht falsch verstehen, nicht, dass er jetzt denkt, hier, hatte ich glaube ich schon mal gesagt, ja, Dominik schläft jetzt auf jeder Tour, solange er will und verpasst den ganzen Tag. Nein, dem ist gar nicht so. Es gibt durchaus auch Tage, wo es regnet und ich im Regen das Zelt abbauen muss, im Regen wir loslaufen oder im Regen wir weiterfahren. Ganz einfach. Das ist dann einfach so, damit wir uns an den Zeitplan so ungefähr halten können. Ne, das ist ganz wichtig, natürlich hier nochmal zu erwähnen. Aber hey, ich bin allein unterwegs. Ich habe hier keine Verpflichtung. Niemandem gegenüber. Ich kann machen, was ich will. Ich kann bleiben, solange ich will. Ja, die einzige Problematik ist Thema Isomatte. Ansonsten hetzt mich hier niemand. Und deswegen genieße ich das jetzt auch gerade mal ein bisschen, dass es wenigstens so gut wie fast einmal anders läuft als sonst immer. Ne? Und ich erzähle das hier mit dem Hund und dem Kind und ich zeige es euch ja auch nochmal für alle, die es sehen. Ja, ihr seht, ich bleibe liegen und der Hund bleibt auch liegen. Und wir haben es 9.30 Uhr. Normalerweise würde der auch um 6 rausspringen. Das ist alles eine Frage, wie ihr dem Ganzen gegenübersteht. Das ist der Punkt. Wenn ihr meint, ihr wollt, dass ihr rausgehen, dann gehen die Kinder auch raus, dann gehen die Hunde auch raus. Das ist nochmal so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl an die Leute, die meinen, nein, ich kann nicht weiter länger bleiben, weil mein Hund, mein Kind, mein Tier, mein Hörnchen, mein Ehepartner vielleicht, auch der Partner, der kann ja genauso ein Ding sein, ne? Weil der meint, der muss aufstehen, muss ich auch mit aufstehen. Nein, ihr könnt die Sache durchaus auch mal zu euren Gunsten umdrehen. Das ist nur eine Frage des Wollen und vielleicht auch der richtigen Strategie, das heißt des Könnens. Und dann kann das funktionieren. Versucht's mal mit dem Partner. Das muss ich glücklicherweise nicht machen. Ja, von den Sorgen bin ich befreit. Ja, aber beim Hund funktioniert's erst rein. Gib mir hier ein Kind, ganz ehrlich, den schlimmsten Satansbraten. Gib mir 3 Tage. Ihr erkennt das nicht wieder, garantiere ich euch. Ja, und dann werden wir jetzt aber trotzdem mal, weil jetzt will nämlich ich wirklich aufstehen. Ja. Und wie ihr seht hier, wie nenne ich ihn jetzt mal, wo wir das Thema hatten? Kindersatz. Ja, der würde jetzt tatsächlich noch liegen bleiben. Nicht wahr, Eli? Wie sieht's aus? Wenn ich mir jetzt das Zauberwort sage, passt mal auf, was denn passiert. Wollen wir ein bisschen aufstehen? Und nach dem Aufstehen machen wir denn ein bisschen Pipi. Und dann gibt's noch Futti. Was hältst du davon? So steht man entspannt mit dem Hund auf. Ohne Terror, ohne Rappeln am Bett, Kläffen, Rumtippeln, was auch nicht immer, was sie sonst noch machen können. Ja. Stell man sich vor, das ist jetzt im Zelt. Würde der jetzt hier eine Kreisrunde drehen, als würde ich ausflippen, würde der sich jetzt hier am Zelt schrubben, dann würde ich den heute zur Frau machen. Definitiv. Ja. Zu Hause haben die ja noch mehr Freiheiten. Ja. Das ist, mit Katzen übrigens, muss ich sagen, bin ich nie grün geworden. Hat das nicht funktioniert. Ja. Dafür haben die ja ihre Katzenklappe, ja, weil sie deutlich eigensinniger sind nochmal. Wobei wir hier über die eigensinnigste Rasse an Hund überhaupt reden, vom Weimaraner. Ja. Der hat den größten Dickkopf. Theoretisch käme einer Katze gleich. Und dennoch, bei Katzen funktioniert das leider nicht. Das muss ich mal dazu sagen. Ja. Der Hund ist ein bisschen mehr Mensch als Katze. Gut. Dann geht's jetzt raus und dann wie besprochen. Einen habe ich noch kurzzeitig zum Thema Zelt. Betreffend jetzt allerdings hier genau, nur ganz explizit das Hilleberg Tarra für alle, die es interessiert. Ja. Ihr habt das Zelt gestern aufgestellt. Es war feucht, es war nass, allerdings nicht übermäßig. Dennoch der ganze Himmel, ja, kommt natürlich durch das Draufdrücken der Plane, wenn wir es zusammenlegen, ist ja logisch. Ne? Das, was im Prinzip zwischen Innenzelt und Außenzelt an Kondenswasser war, das habe ich ja auch
beim letzten Mal gesagt, wische ich jetzt nicht weg. Ja, ich habe nur außen nass trocken gewischt, feucht gewischt sozusagen. Ja. Und das, was denn beim Zusammenliegen, ja, dieses Kondenswasser drückt ja denn auf das Innenzelt und kommt denn durch. Ja. Normal, wie gesagt, wir hatten das ja, ist ja durchlässiger etwas. Und der ganze Himmel war im Prinzip nass gestern. Nicht nur feucht, sondern nass. Es hingen die Tropfen dran. Das komplette Ding. Ja. Man sieht auch hier noch so ein bisschen Dreck noch mit dazu, was noch dann durchkommt. Ja. Das habe ich nicht sauber gemacht. Und jetzt zur Lüftung des Tarras. Nur für alle, die es interessiert. Wir haben Außentemperatur 9 Grad Celsius, so ungefähr. Es ist feucht, es ist draußen bewölkt, ja, also Luftfeuchtigkeit ist durchaus hoch, ist also nicht warm, es scheint keine Sonne, das will ich dazu sagen. Und ich hatte am Lüfter genau so auf, ja, und die beiden Enden so. Ja. So habe ich die eigentlich immer, die ganze Tour, so ein bisschen, ja, kleines Fenster. Und oben, das mal zu zeigen, dass das Mückennetz. Wenn man jetzt die volle Ventilation haben will im Sommer, das heißt ein bisschen Wind, ja, dann macht man das auf. Das ist nichts weiter als ein Windschutz. Kondenswasser hält das nicht ab, das heißt, kann rauskondensieren. Da kann man das ruhig zulassen. Aber wenn ich jetzt im Sommer irgendwo zelte, na, dann mache ich es auf, weil es ein bisschen windiger wird dadurch. Und ansonsten ist die große Haube auch so gut wie fast offen. Ja. Seht, ich könnte es jetzt noch ein bisschen weitermachen. Wenn ich es ein bisschen weitermache, dann hängt aber, seht ihr hier, dann kann ich rausgucken, ja. Und deswegen mache ich es immer ein bisschen so zu, dann kommt kein Regen durch. Wir hatten schon Wassereinbruch durch komplett runter, ja, wo ich natürlich alles auf hatte, ist klar. Ja. Weil der Regen dann hier tatsächlich schräg kam vom starken Wind. Das war dann allerdings, wie gesagt, wirklich in der Wildnis. Ja. Also es war fast offen. Wir können nochmal rausgucken, dass ihr das Wetter live seht. Ja. Und hier oben seht ihr auch, das ist das Kondenswasser. Ja. Hier tropft jetzt hier rein, ja. Und genau so sieht das ganze Außenzelt aus von unten. Ja, wenn ich jetzt hier runtergehe, genau das gleiche. Hier, so. Und das drückt dann alles hier drauf nachher und kommt dann hier durch. Ja, kann man sich gut vorstellen, denke ich. Und was ich jetzt sagen wollte in meiner langen Einrede, einfach nur ganz kurz, mach das mal wieder zu, sonst vergesse ich das nachher noch. Dann kommt nämlich noch mehr Wasser rein, wenn ich es zusammenlege. Der Himmel ist trocken, habt ihr gesehen. Ja? Oder wollte ich euch jetzt zumindest damit zeigen. Das komplette Innenzelt ist trocken. Es ist nichts nass hier. Für alle, die Ventilationsmöglichkeiten des Tarras interessiert. Es waren im Prinzip 2 Personen drinnen. Tatsächlich. Der Hund ist sogar, das muss man immer dazu sagen, 1+, was Mensch angeht. Denn der vom Lungenvolumen hat er natürlich nicht so viel Wasser atmet. Dafür atmet er viel intensiver mit unter anderem als wir. Wir haben leichtere Atmung. Wenn wir schlafen, fährt die Tonton runter. Ila ist manchmal so, wenn der träumt, das hat auch ganz so. Ja, und dann könnt ihr wissen, wenn er da irgendwie die Hand vorhält, die ist sofort nass. Ja, also den rechne ich immer als mindestens eine Person ein. Das heißt, wir haben jetzt zu 2 Personen im Tarra geschlafen bei feuchten Außentemperaturen. Und das Innenzelt ist dennoch trocken geblieben mit dieser einen Hutze auf und den beiden Enden leicht geöffnet. Ja. Die beiden Enden leicht geöffnet folgt natürlich daher, weil wir sind ja nicht im Seiwo. Ja, im Seiwo, der Unterschied dazu wären, sind noch Lüfter im Außenzelt. Das hatte ich ja gesagt. Das Seiwo ist Hillebergs absoluter Lüftungsking. Es gibt meiner Meinung nach kein Hilleberg, was besser lüftet als das Seiwo. Die fehlen ja hier beim Tarra, bekannterweise. Ja, das heißt also, das Kondensat geht, die Atemluft geht raus und kondensiert dann im Prinzip an der. Ja, Ilai. Und kondensiert dann an der Abside, an der inneren. Das heißt, die ist immer nass. Hätten wir jetzt ein Seiwo und da den Lüfter eingebaut, dann würde die auch noch fast trocken sein bei dem Wetter. Ja? So habt ihr nur eine leicht feuchte Abside. Ja? Das ist der einzige Nachteil, wenn man das so sagen kann, bei der Lüftung hier. Hätten wir denn jetzt nämlich Frost, ja, also Minustemperaturen, dann gefriert dieser Bereich da in. Ja? Und dann habt ihr da Eis dran. Also das war ja auch schon jetzt vor, ich glaube 3 Wochen war es her oder so ungefähr. Ja. Genau, also das nur nochmal, aber das Wichtige ist, und das wollte ich euch sagen, das Innenzelt ist definitiv trocken und das kann ich euch bestätigen, also das waren jetzt keine optimalen Bedingungen
vom Klima her und es ist dennoch trocken. Und wir hatten ja jetzt schon alles durch. Ja. Es ist im Prinzip bei, nur bei Frost, ja, wo wir die Minustemperaturen hatten, da hatten wir Eis im Innenzelt auch. Also von oben, das was im Prinzip an den Ausgängen, da wo das Kondensat raus will im Prinzip. Da hatten wir Eisübergänge. Ansonsten aber, wir machen hier nochmal eine Wintertour. Da zeige ich euch das Ganze nochmal im Winter, wenn es dann nochmal interessiert. Vielleicht schneide ich das dann auch irgendwie alles ein bisschen zusammen. Ja, mal gucken. Aber so viel nochmal zu dem Thema, zur Ventilation, Luftzirkulationsmöglichkeit im Hilleberg-Tarra. Ich habe damit tatsächlich keine Probleme, was kondensierte Atemluft angeht, das heißt Feuchtigkeit im Innenzelt, unter keinen Bedingungen, es sei denn, wie gesagt, es wird deutlich kälter und die Atemluft bzw. das Wasser gefriert denn beim versuchten Austreten. Ja. Innen ist es ja wärmer im Innenzelt, hier haben wir grundsätzlich, auch wo wir draußen minus 8 hatten, hatten wir hier drin Plusgrade. Das Innenzelt ist deutlich wärmer, also auch jetzt, ja, auch ohne dass wir es anheizen durch uns, das hat eine sehr gute Isolationseigenschaft, kann man so sagen, ja. Aber sobald es denn in die Apsiden geht, ja, da haben wir denn nahezu Außentemperatur, nahezu. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, da haben wir denn die extreme Kältebrücke, den Temperaturunterschied, ja. Und da, spätestens da wird denn die warme Luft gebremst, bapp, und fällt auf die Kältefläche, kondensiert, aber gefriert einen auch sofort, ja, je nach Temperatur. Aber das Wichtige ist ja, das Innenzelt ist bis minus 10 Grad zumindest frei von Kondensat. Das wollte ich damit sagen. Und geht natürlich auch, was Plusgrade angeht, noch viel höher. Bei Plusgraden, wenn wir jetzt bei 30 Grad plus zelten, ja, hatten wir auch schon. Man muss sagen, es ist ein Expeditionszelt. Und Expeditionen bedingen ja auch Wüstenklimate durchaus. Ja. Da ist natürlich nachts kalt. Es gibt aber auch Orte, da hatten wir schon, da ist es nachts richtig heiß gewesen, ja. Und dann haben wir eigentlich hier nur das Problem, dass man noch mehr Lüftung haben könnte, als man überhaupt schon hat. Ja, da wäre denn das Seibo, aber das kennt, glaube ich, jeder. Da wäre denn ein Sommerzelt natürlich effektiver. Das muss man fairerweise sagen, ja. Was heißt fairerweise, da, das dürfte eigentlich logisch sein für all diejenigen, die das jetzt denken, das Tarra ist kein Sommerzelt. Ja? Was die Lüftung angeht, habt ihr ein Sommerzelt. Sommerzelte zeichnen sich dadurch aus, dass sie grundsätzlich meistens viel leichter sind. Ja? Einige verzichten sogar auf eine zweite Zelthülle, gibt es auch. Ja? Und dass sie oft noch Bodenzirkulation haben. Ja? Dass die... weil sie ja im Prinzip nicht die Wetterwitterungsbeständigkeit brauchen, wie ein Vierjahreszeitenzelt, wie dieses hier zum Beispiel ist, ja, dass sie ringsum um den Boden des Außenzeltes, der ist komplett offen, ja. Hier geht ja im Prinzip das Außenzelt komplett runter, ja, ist ja im Prinzip eins. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier nochmal, können uns, da ich das hier gerade so ein Zeltreview mache und der Akku vielleicht noch 3 Sekunden hält, können wir das ja mal angucken. Ja, ihr seht das. Hier, die Zeltwände gehen bis, ich hoffe, ihr seht das, ja, das Außenzelt geht hier bis auf den Boden runter, ja, ist rundherum. Das Einzige, wo dem nicht so ist, und das ist dann natürlich auch bewusst so gemacht, sind die Apsiden. Ja. Hier seht ihr eine leichte Lüftung. Ja, also die kann ich natürlich, je nachdem, wie ich die Heringe spanne, das ist natürlich abhängig von den Heringen. Ich variiere das manchmal. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, dass ich die Heringe nur ein bisschen reinstecke, in so einen richtigen Felsboden geht das, oder je nach Untergrund, ja, und hänge die Schlaufe dann oben ein und dann habe ich das Ganze noch höher gesetzt, habe dann noch viel mehr Lüftung. Ja. Das ist also abhängig davon, wie ihr die Apside spannt. Man kann die, was wir auch schon gemacht haben, auf einer schrägen Fläche abspannen und kann die ganze hochziehen. Ja, so habt ihr denn noch mehr Lüftung. Also die Lüftung, das Fenster, was hier im Seibo wäre, fehlt. Ja. Aber ihr könnt dennoch mit den Apsiden so ein bisschen arbeiten mit den 4 Abspannpunkten. Die 2 und die anderen 2. Und das Sommerzelt, ja, würde dadurch charakterisiert sein, dass das rundrum mindestens so weit, wenn nicht sogar noch eigentlich noch viel mehr offen ist. Ja, die sind meistens auch ein leicht oval geformt. Das heißt also, man kann man sich vorstellen, wenn ich das jetzt mal hier so aufmale, vielleicht, ja, wäre das so ungefähr so. Ja, bis zum nächsten Punkt halt. Ne? Und dann habt ihr hier 10 cm, je nachdem wie es gespannt wird, ja,
Und das ist ja natürlich die optimale Zirkulation an Lüftung, damit es nicht zu warm wird im Zelt. Das ist ja der Punkt daran, sonst kriegt er ja einen Vogel. Ja. Die Zelte sind nicht unbedingt für heiße Klimate geeignet, weil da man denn eher hier gekocht werden kann, je nachdem, wie man es halt spannt. Ja. Natürlich, wenn ich im Sommer zelte, das muss ich noch dazu sagen, dann mache ich es natürlich nicht so zu, wie wir es jetzt hier haben. Ja. Das ist jetzt wieder Tara-spezifisch. Die Apside wird komplett hochgekrempelt. Ja, die brauche ich gar nicht. Die kann ich komplett. Also ich kann einmal hier den Eingang aufmachen bis hier festmachen. Ich kann den Eingang aufmachen bis hier. Dann habe ich dreiviertel offen und ich kann das ganze Ding hochkrempeln. Dann habe ich komplett offen. Ja, und dann habe ich, so mache ich es denn im Sommer. Dann habe ich nur noch den Mückenschutz. Ja, das bleibt dann auch offen. Na, und das wäre dann hier. Die Gase wäre dann meine Zeltaußenwand sozusagen. Ja. Und damit komme ich auch im Sommer wunderbar klar. Ja. Dürfte. Denn von daher sage ich ganz bewusst 4 Jahreszeiten Zelt, weil es wie gesagt alle Klimate abdeckt. Ja. Das ist nicht mit jedem Zelt machbar. Da muss man schon drauf achten. Und naja, wenn man halt diese Robustheit und vor allen Dingen diese universelle Nutzung haben will, wir hatten das, ja. Money Talks in jedem Fall. Insoweit, das war nur noch ein kleines, kurzes Zelt-Review zusammen. Kleine Nebeninformation, ja, für alle, die es interessiert. Ich glaube, ich schneide das nochmal in mein Zelt-Review mit rein. Wir sind jetzt hier unterwegs, Dominik und Eli, auf unserer Skandinavien-Rundreise, Wildnistrip, einmal komplett rum vom Inari-See, minus 10 Grad bis runter Südschweden, plus 10 Grad, Nationalparkführer, was auch immer. Ja. Recht vielen Dank. Wir stehen jetzt mal wieder auf, Eli, ne? Frischer Tag heute, neues Futti und Banane. So sieht's aus. Banane, passende gelbe Zeltfarbe. Mag ich übrigens gelbe Zeltfarben am liebsten. Ich hatte auch schon mal weiße, weißlich-grüne, leicht bläuliche, orangene. Aber ganz ehrlich, gelb ist so ein bisschen, verbinde ich auch die Sonne. Und wenn die rauskommt, was denkt man, wie schön das Gelb denn strahlt. Das intensiviert nochmal die Sonnenstrahlen. Und man steht dann noch viel eher auf. Als ein bisschen spaßig, aber auch ein bisschen ernster Hintergrund. Auf dahin. Beim Kleidungssortieren, das sind die Sachen, die ich jetzt die letzte 2 Wochen anhatte, glaube ich. Die Unterwäsche, ja, die lange hier. Ja, das... also nicht, dass Wolle stinkt, wirklich nicht. Ist kein Witz, ja. Aber es riecht doch... klamm, ne, und voll mit, ja, whatever, ne. Also, ich möchte es nicht nochmal anziehen. Na, lange Rede, kurzer Sinn. Und, das gleiche Set habe ich ja hier auch schon drin. Das ist ja meine Gebrauchtwäschebox sozusagen, ja, was ich zu Hause wasche. Das könnte ich jetzt natürlich auch alles waschen, unterwegs, aber, ich habe jetzt keine lange Unterhose mehr. Ich packe jetzt hier mein zweites Set lange Unterwäsche in den Wäschesack rein. Lange Unterhemden habe ich noch, habe ich jetzt auch an. Ne? Das, falls ihr euch daran erinnern könnt, das mit den Naturfarben, dieses grün verschwommene da von Icebreaker. Und dann habe ich noch, noch 2 blaue von Icebreaker. Das ist kein Problem. Die Bergensachen sind fertig. Ich habe jetzt aber nur 2 Unterhosen und die sind beide, wie gesagt, gebraucht. Ich habe die letztes Jahr nicht gewaschen und die jetzt auch nicht waschen. Das heißt, wir müssen jetzt optimistisch sein, dass es jetzt nicht mehr unter... Meine Temperatur, meine Wohlfühltemperatur ist ja leider... also die Temperatur, meine Kurve ist leider gestiegen, ja. Und mein Wohlfühlverhältnis damit gesunken. Ich hoffe, dass es nicht groß unter 8, 9 Grad geht. Ja. Wenn man läuft, geht es, ja, aber wenn man irgendwo Ruhepause macht, dann friere ich sofort alles, was unter 10 Grad ist, unter Unterhose. Ist gerade tatsächlich so, ne? Total krass, aber wie gesagt, mache ich nochmal ein Video zu. Und ja, ansonsten, also Unterhosen sind wir bislang ganz gut durchgekommen, aber da wir jetzt ja, wie gesagt, Süden kommen, ich hoffe, wir können das Thema abhaken. Mit Wanderstrümpfen, da habe ich jetzt auch 3 Paar, inklusive dem, das wir jetzt auch anhatten, das würde ich auch nicht nochmal anziehen, weil wie gesagt, zu lange an, die sind eigentlich noch okay, ja, aber zu lange angezogen kann dann auch wieder Blasen geben, weil, ne, müssen dann irgendwann mal wieder frisch gereinigt werden. Und ja,
was habe ich denn eigentlich noch an Wanderstrümpfen? Ich habe noch die ganz dicken. Ja, die habe ich auch noch. Das heißt, beim nächsten Mal wandern, das wäre dann der letzte, im südlichsten Terrain wandern, würde ich dann die dicksten Strümpfe anziehen, die ich überhaupt mit hatte. Ja, die hätte man gleich mit anfangs anziehen sollen. Ne? Alles andere sind keine, die grünen Strümpfe, das ist hier, kennen wir noch von Ivar Lojoki, ja, die Bundeswehrdinger, mit denen ich im Wasser stand. Von denen habe ich noch, ich glaube, noch drei Paar, so wie es hier aussieht. Ja, die könnte man auch noch anziehen, aber die sind sehr dünn, leider. Ja, da müsste ich dann zwei von anziehen. Das würde also auch noch zur Not gehen. Und das andere, was ihr hier seht, die Socken, die Woolpower, ich glaube, das sind hier 400er, die hatte ich auf der Herfahrt schon an, bin ich der Meinung. Ja. Oder es waren diese Smartwool dünn. Also in jedem Fall keine Wanderstrümpfe, sondern das sind eher, die ich in Halbschuhen anziehe. Ja. Ja. Die ich jetzt hier in den Halbschuhen anhabe, die Smartwool, das sind auch die mittlere Komposition, ja, so ähnlich wie die hier, die sind dann auch bald in 2 Tagen dran, fertig. Ja, was ich damit sagen will, Socken, also es ist noch was da, aber es geht zu Ende. Ja, und wir hatten ja einmal gewaschen, ja, das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz habe ich zu viel Wäsche mitgenommen, beziehungsweise genauer gesagt, ein Schlüpfer geht jetzt auch mit weg, zu viel dünne Sachen, für warmes Wetter natürlich, ja, also sollte es jetzt wärmer werden, dann wäre ich wieder, dann ist alles top, ja, denn ich habe hier eine ganze Menge kurze Unterhemden, ich habe bis jetzt nur lange getragen, ausschließlich, jeden Tag, ja, und ich habe noch einen Haufen kurze mit, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Und Schlüpfer habe ich auch noch 3, ja. Also von daher passt es noch, ich trage die ganze Zeit den gleichen Pullover, wohlgemerkt, ja, habt ihr vielleicht mitbekommen. Unter dem Muff, den ich auch die ganze Zeit, und die Hose. Aber das ist immer noch der gleiche Pullover. Das wäre der zweite, der ist noch frisch. Fragt mich mal, warum ich mir den aufhebe. Aber, oh nein, hier haben wir noch ein paar Socken. Die habe ich fast vergessen. Aber das sind auch lange Skisocken. Aber die könnte man zur Not als Unterhosenersatz auch noch ein bisschen mit verlängern. Ja. Die neu gekauften von Woolpower ziehe ich noch nicht an. Nicht dran. Wundern, weil ich hatte erwähnt, die habe ich, ja. Also wie gesagt, den Pullover, Eli, den Pullover, das hebe ich mir auf, warum auch immer. Ja. Man weiß ja nicht, was nochmal, was irgendwas ganz Sauberes kommt oder so. Ja. Weil der hat auch schon jetzt ein paar Flecken. Ja. Mal abgesehen davon, dass er stinkt, tut er immer noch nicht, wirklich. Auch nach 5 Wochen riecht er immer noch nicht. Eli, jetzt reicht's, verdammte Hütte, raus mit dir. Guckt euch den mal an. Den Pascha. Der hatte sein Futter und dann setzte sich hier einfach rein und macht einen Lauten. Ja, weil er meint, er könnte jetzt hier irgendwie Aufmerksamkeit kriegen. Aber nein, Herr Eli, da ist nichts mit Aufmerksamkeit. Du hältst jetzt die Backen, sonst fliegst du raus. Überleg dir das. Manchmal braucht er auch eine Ansage, ja. Sitzt ja und bellt hier die Gegend rum, weil die Spatzen piepen, da muss ich mir vorstellen, wo die ganz frische schlafen. Der hat keinen Bock aufzustehen, merkt er ja. Der wollte, es hat die gefressen und gleich setzt er sich wieder rein ins Auto, so nach dem Motto, ey Alter, jetzt komm, wir fahren weiter. Das sag ich nochmal was zum Tourenhund, ja. Der braucht mal wieder eine richtige Dusche. Ja, also, so viel zu meiner Wäschekiste, ja. Auch die zweite Hose habe ich hier noch, hatten wir nur einmal an, ja, wo wir Schickimicki gemacht haben, hier bei, einmal bei Lundtags, glaube ich, war das, und bei Hilleberg, bin mir ganz sicher, ja. Nee, da hatten wir die vier Reven an, bei vier Reven hatten wir bei Hilleberg an und die hatten wir dann, glaube ich, bei Lundtags an, ja. Unglaublich. Und dann habe ich noch meine super Schickimicki. Einfarbig graue, ja. Falls wir mal in ein Restaurant gehen sollten. Haben wir ja leider nicht gemacht in Finnland. Das, was ich eigentlich so ein bisschen mitgeplant hatte, gewollt hatte. Aber wie gesagt, Witterungsumstände. Ja, das machte denn dann null Sinn. Ja, also ich habe, was will ich euch damit sagen? Ich habe bei einigen Sachen hier zu viel mit. Zu viel Warmes, ja. Weil ich anfangs ein bisschen anders geplant hatte. Man, vielleicht kommt noch ein bisschen was, ne? Ist ja noch nicht final jetzt, ne? Und mit dem anderen bin ich gut hingekommen. Das war so die Kernaussage, ja? Diese Riesentasche, ja, seht ihr ja, ist ziemlich groß. Ja? Nässeschutz haben wir glücklicherweise noch nicht ganz so oft benutzen müssen. Toi, 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 aber in Finnland war das ja hauptsächlich, ja? Diese Riesentasche, ja,
könnte man auch, ja, man könnte ein bisschen weniger mitnehmen. Na? Und das wäre dann ein Monat Wäsche. Würde ich mal sagen. Ne? Also ein Monat passt hier locker rein, kann man Outdoor, wird mir jeder recht geben, der das auch so öfter macht, muss man hier keine riesen Koffer nehmen. Aber ich habe von der Tasche ja noch mehrere Versionen. Ja, seht ihr ja. Das ist die ganz kleine, dann die noch kleinere und dann die eine Nummer größer, kleiner als die ist. Also zu den Maxpedition Duffelpacks, ich sag's ja, ich habe die immer dabei, weil ich die so liebe, die Dinger. Die sind richtig praktisch, extrem robust. Die sehen auch nach 10 Jahren immer noch aus, als ob ich sie gestern gerade erst gekauft hätte. Top Ding, ja. Seht ihr auch. Das einzige Nachteil hier, schwarz natürlich die Flecken, deswegen eher lieber die Foliage-Dinger, ja. Also Laubgrün, das sind meine absoluten Lieblingstaschen. Da kam bislang noch kein Hersteller, nichts anderes. Will ja keine Werbung machen, ich habe das schon mal ein Review gemacht, ja. Aber ganz ehrlich, das ist das Praktischste, was ich mir unterwegs auf Tour überhaupt vorstellen kann. Und auch von den Größen ist es absolut ideal. Viele Hersteller kopieren das. Naja, man kann nicht sagen, wirklich kopieren. Die machen vielleicht ihre eigene Version davon. Ja, das sind ja nicht die Erfinder von solchen Reisetaschen gewesen. Aber meiner Meinung nach haben sie es am besten umgesetzt von allem, was ich kenne. Mittlerweile kommen immer mehr von diesen Duffelbags. Viele Hersteller nehmen die ins Programm, weil sie sehen natürlich, das geht auch gut. Ja, aber bislang in den letzten Jahren, seitdem die eingestellt wurden, also die gibt es noch, die ganz große, ja. Das ist hier die Doppeldaffel. Die anderen, die kleineren, gibt's. Ich glaube, die Unterdaffel dürfte es noch geben. Aber Fliegerdaffel, Solo-Daffel ist eingestellt, ja. Discounted, so wie der Ami sagt. Und ja, ich habe noch keinen anderen Hersteller gefunden, der da rangekommen ist. In den letzten 15 Jahren. Viele haben ähnliche Taschen gemacht. Aber keiner hat das Konzept so gut verwirklicht wie, muss ich sagen, Maxpedition. Da muss ich mal sagen, toll, ist keine Werbung, sage ich hier nochmal. Ja. Das ist meine persönliche Meinung im Vergleich zu ganz vielen anderen Produkten, die ich übrigens auf meiner Webseite auch rezensiert habe. Für alle, die dies wissen wollen, das sind nicht die einzigen, sind doch noch andere. Ne? Unter anderem das Tasmanian Tiger zum Beispiel, ja, und so weiter. Gut, ich habe das, sag das nämlich aus dem Grund, weil ich gerade das Wort Luntax im Mund hatte bezüglich der Hosen und habe bei Luntax auch solche Taschen gefunden. Na, genau das gleiche Konzept. Das Problem bei vielen Solo-Duffels ist erst einmal, also diese normale Reisetasche mit Henkel, wem das jetzt nicht sagt, Solo-Duffel sag ich schon, Duffelbags sagt man ja im amerikanischen Slang, aber eigentlich ist es ja so eine Reisetragetasche. Das Problem bei vielen ist der Reißverschluss in der Mitte. Das ist natürlich totaler Bullshit, ja? Denn da musst du jedes Mal so machen, ja? Und du hast jedes Mal die Tasche im Weg, die Öffnung, ja? Die behindert dich immer, an den Inhalt ranzukommen. Ja? Das ist das Mumpitz. Ja? Der Reißverschluss sollte so gehen und nicht nur nach vorne, sondern einmal wirklich rumgehen, so wie es hier ist. Ja? Und ihr seht, ich habe sofort einen Zugriff auf alles. Ja? Und zu dem Reißverschluss haben sie dann hier noch die Fastix-Schnallen, ja? Weil damit logischerweise nicht die ganze Last auf dem Reißverschluss liegt, weil die Dinge kann ich hier mal richtig vollknallen. Ich habe mich jetzt zusammengerissen. Eine von den Taschen, die kleinste, diese Solo-Tafel, ist richtig vollgeknallt. Da sind Papiere und Bücher drin. Da spannt der Reißverschluss richtig. Ja? Und dafür nimmt man dann natürlich hier die Fastix-Schnallen. Ja? Macht Sinn. Ja? Zieht das denn fest, so weit wie man will. Ich muss es jetzt hier nicht machen, weil wie gesagt, es ist keine Last auf dem Reißverschluss drauf. Aber dass sobald man die trägt natürlich, das ist ja der Punkt daran, ja? Wenn man sie denn trägt, dass die Last nicht auf dem Reißverschluss ist, das ist der Fehler auch bei vielen Herstellern, ja, sondern die Last hier auf den Riemen liegt. Ja? Naja, und dann das ganze Konzept ringsrum, ja, mal abgesehen jetzt von den Molleschlaufen, die muss man ja nicht unbedingt haben. Ne? Also auch die habe ich hier nicht immer benutzt oder nur sehr selten benutzt. Ja? Aber es ist eine schlichte Tasche und die ist sehr kompakt von den Maßen. Ne? Ihr seht das ist fast rechteckig. Man kann das, und das ist ja, warum ich sie liebe, akkurat richtig gut im Auto stapeln. Ich weiß gar nicht, warum ich euch das jetzt alles erzähle, denn ich habe schon mal so ein Taschenreview gemacht zu den Dingern, ja. Aber hier nochmal Live-Praxisbericht mitten in Schweden sozusagen, ja. Es ist nichts, was ich irgendwie erzählt habe bei mir zu Hause, weil ich mir das ausgedacht habe, sondern ihr seht das. Ich hatte damals gesagt, die Dinger habe ich auf jeder Tour dabei. Und so ist es auch. Die habe ich immer dabei, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ja. Jo, so viel nochmal zum Thema Reisetaschen, wenn ihr... Und was ich ja auch erwähnt hatte, die Bundeswehrtaschen, ja. Die habt ihr hier auch gesehen. Deswegen, wenn wir bei dem einen waren, dann stelle ich die ruhig. Die habe ich auch schon vorgestellt, ja. Aber ich saß auch noch mal kurz, ja. Hier die Dinger Bundeswehr Kampftragetasche. 100 Liter Volumen. Das ist die, wo der Inhalt von den
Zeltsachen drin ist. Das ist die Inhaltstasche von den Küchensachen. Und die da hinten liegt, das ist die von Schwimmbesten und Ila Spezial, Geschirr, Rucksack und so einen ganzen Krempel. Ja. Davon habe ich auch 3 mit, ja, um das Ganze hier alles im Auto super zu separieren. Ja. Und diese Bundeswehrtaschen, auch absolut unverwüstlich, Kampftragetasche. Die hat damals mal 10 Mark gekostet. Ja, 12 Mark, glaube ich, habe ich in einem Armeeshop mal bezahlt. Ich weiß nicht, heute kann ich mir nicht vorstellen, die sie nur für 12 Mark bekommt. Und 100 Liter, da passt wirklich alles rein. Die eignet sich aufgrund des mittigen Reißverschlusses natürlich nicht, um wirklich daraus zu leben. Dafür ist einfach zu voluminös, zu groß. Aber für das, was ich sie nutze, das heißt viel Ausrüstung zusammen im Auto, versteht, was ich meine. Ja, wo ich halt keine kleineren Kleidungsstücke drin habe, sondern eher so, ne? Dafür ist sie richtig gut, muss ich sagen. Ja. Das sind sozusagen meine Taschen, die ich mit habe, ja. Die Maxpedition Duffel, die Bundeswehr-Kampftragetaschen und dann natürlich noch meine beiden Rucksäcke. Ja? Hier den Pathfinder und der musste noch trocknen hier, ja, weil der ist gestern gut nass geworden im Regen. Ich habe keine Regenhülle aufgesetzt, habt ihr wahrscheinlich festgestellt, ja, beim Modular Trooper Pack. Ja? Und naja, das ist noch ein bisschen klamm. Ja? Geht aber. Was ich damit sagen will, er hat durchgehalten, den Regenschauer, was waren es, 20 Minuten, ja, war kein Starkregen, war leichter Regen, hat er aber durchgehalten, war eine Kamera drin und die Kamera war nicht im Nässeschutzbeutel verpackt. Ja. Hätte ich gemacht, ja, wenn es stärker geregnet hätte oder immer wenn es einen abrupten Abbruch gibt, da ist natürlich der Akku leer. Ja. Aber der bremst einen denn zum Glück auch immer wieder aus, wird der eine oder andere sagen, ja. Gut, Taschenreview beendet, Frühstück. Ich mache die letzten 3 Brötchen, die ich hier habe. Und dann habe ich mich mehr entschlossen, testen wir das ruhig mal durch. Aber testen, ich kenne es ja. Rührei mit Zwiebeln. Keine Werbung, bitte nicht falsch verstehen. Gibt es wahrscheinlich auch von anderen Herstellern, weiß ich nicht. Das Problem bei Rührei mit Zwiebeln ist, ich würde es gern draußen unterwegs beim Tracking öfter essen. Also mehr als Müsli und das Übliche, was wir haben. Die Sache ist allerdings, du brauchst ein breites Rührgefäß, das heißt eine Pfanne. Ja. Und die hat ja nun mal nicht jeder mit. Rührei mit Zwiebeln macht sich ganz schlecht in einem Topf, weil es extrem dazu neigt anzubrennen. Ja. Und da wir jetzt hier gerade die Pfanne draußen haben, macht sich das natürlich super. Und ich hatte ja auch gesagt, ich gönne mir den Luxus durchaus mal auf so ungefähr 2-3 Tagestouren. Würden wir jetzt zum Beispiel mal gesponnen, ja, wir würden jetzt eine Tiefe den Nationalparkrunde machen, auf meine Art. Und wir wären damit 3 Tage unterwegs. Ja. Dann würde ich zum Beispiel natürlich die Pfanne mitnehmen, hätte wahrscheinlich ein bisschen Speck bei und so weiter. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man sich den Luxus macht, dass man frische Eier mitschleppt, ja. Wenn man das entsprechende Transportgefäß hat, die wiegen natürlich ein bisschen, das ist klar, denn mit 3 Eiern macht man mich nicht satt. Ich alleine brauche schon mindestens 6. Ja? Und sind wir dann mit mehreren unterwegs, kann man sich zusammenrechnen, was Eier wiegen. Ja? Und da haben wir dann Rührei. Mit Zwiebeln, klar. Wie viel sind hier drin? 8% laut Angabe. Geschmacklich sind es eher 2,5. Aber man kann ja mit Trockenzwiebeln aufpeppen, natürlich. Ja. Und dann ließe sich da mit der Pfanne was machen. Ja? Wie gesagt, auf 2-3 Tagestouren. Ja? Ich nehme die Pfanne nicht unbedingt mit, wenn ich 10 Tage Trekking mache. Da habe ich dann wirklich nur mein Teekessel bei. Ja? Das reicht, um grundsätzlich das warme Wasser aufzurühren, was ich an sonstigen Nahrung brauche, um die dehydrierte Nahrung im Prinzip genießbar zu machen. Ja, ess fertig. Und das ist das Problem mit Rührei, mit Zwiebeln aus der Fertigpackung, dass man dazu eine Pfanne braucht, ja, und die nicht jeder mitführt, weil Pfanne wäre möglicherweise immer ein Zweitkochbehältnis. Ja. Wenn man zu zweit unterwegs ist, sehe ich da gar kein Problem drin, dass man das Gewicht dahin aufteilt und dass man dann ruhig zu dem Topf oder dem Kessel noch eine Pfanne mitführt. Denn eine Pfanne kann sehr praktisch sein, vor allen Dingen für Dinge, die man unterwegs findet, wie beispielsweise Beeren, Pilze und sonst was, vielleicht auch Fleisch, das ist aber vorsichtig, wenn man im Nationalpark unterwegs ist. Ja. Nichtsdestotrotz macht sich das dafür
die Pfanne, dann gibt's nichts Besseres. Ja? Und da würde ich dann immer eine Pfanne mitnehmen. Bei zwei Personen. Aber ist man mit einer, also ist man allein unterwegs, wie gesagt, hatte ich erwähnt, dann tendiere ich auch eher zu einem Gefäß. Und dann haben wir das Problem bei Rührei mit Zwiebeln, dass sich das da ja nicht besonders zubereiten lässt. Also werden wir das jetzt hier einfach mal machen, weil hier heute kann ich euch jetzt mal die ideale Art und Weise zeigen, wie das funktioniert. Und dann kann sich der eine oder andere, der es vielleicht noch nicht kennt, und das ist ja der Punkt, warum ich das jetzt hier auf den Schirm mitbringe, überlegen, ob das was für ihn wäre oder nicht. Ja, denn das ist, ich nutze das immer als Beifang mit. Ne, Rührei mit Zwiebeln ist ist keine alleinige Mahlzeit, weil dafür ist es einfach zu wenig, auch kalorienmäßig. Und seht ihr hier 691 Kilokalorien. Ja. Das ist nicht jetzt berauschend. Als alleinige Mahlzeit, für mich wird es nicht ausreichen, muss ich mal sagen. Ne. Kommt auf die Witterungsbedingungen drauf an. Aber zum Frühstück mit dazu ist es in jedem Fall mehr als vollwertig. Zum Abendbrot mit dazu könnte es schon fast zu viel sein. Das kommt drauf an, wie viel Hunger man hat. Ja. Also machen wir gleich nach dem obligatorischen Toast noch Rührei mit Zwiebeln. Und wir genießen hier nochmal das vermeintlich letzte. Ich glaube, ich hole die nicht nochmal. Das reicht dann auch. Ne? Weil, habt ihr gesehen, wie lange sich das jetzt hingezogen hat, wie wir immer von denen gegessen haben. Ne? Aber es ist lecker. Ne? Aber nicht besonders nahrhaft. Das ist der Punkt, warum ich nicht übertreiben will damit eigentlich. Ne? Und das Kokosfett ist jetzt tatsächlich auch zu, naja, ein gutes Drittel. Na doch, ein gutes Drittel ist noch drin. Ne? Also, wenn wir gut mit hinkommen, hätten wir die halbe Dose genommen, hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Aber nur aufgrund dieser Toastgeschichte hier. Ansonsten nur zum Kochen brauche ich natürlich nicht so viel, also braten. Ne? Da haben wir uns ja im Zaum gehalten noch. Und trinken den letzten Wildmarksaft-Sirup hier. Ja, habe ich schon angemischt. Und das ist das saubere Wasser. Ja? Würde ich jetzt sagen, Mensch, das sieht ja aus wie verdünnter Urin. Wenn ich das hier in den Behältnis fülle, dann würde ich sagen, das sieht aus wie verdünnter Stuhlgang. Also ich trinke lieber das, was wir hier mitgebracht haben, als das sehr saure Wasser hier. Es ist mir vor Schreck tatsächlich das letzte Brot angebrannt. Das ist auch ärgerlich, ja. Es geht noch, ja. Aber ich zeige euch mal den Schreck. Ich muss es hier mal kurz hinlegen, dass es ein bisschen abtropft. Ich wollte spaßeshalber mal gucken, ob sich dieses geniale Körnerbrot, ob sich das vielleicht auch anbrennen lässt und dadurch ein bisschen besser wird. Nach 3 Tagen. Ja. Ich hatte ja neulich noch gesagt, zu spaßenshalber, dann wird's haarig. Ja. Damals schon, das haarige Brot. Ja. Das war's natürlich, das braten wir nicht mehr an. Das ist fertig, würde ich sagen, mit der Welt. Und ich überlege mir, in welcher Biotonne ich das natürlich entsorgen werde. Ja, denn wir haben ja jetzt ein bisschen Kunststoffabfall. Wir kommen ja bald in Dorfnähe, da werden wir wahrscheinlich irgendwas finden. Weil das ganze Ding will ich hier nicht in die Umwelt schmeißen. Ich schmeiße auch nicht ins Wasser oder sonst was. Da krepieren ja wahrscheinlich die letzten 3 Fische noch in dem See, die ja hier drin schwimmen. Ja, also ich kann euch leider nicht sagen, ob das jetzt sich dafür eignet, angebraten zu werden und wie es denn schmeckt. Ich könnte es jetzt anbraten, aber ich werde es dann nicht mehr essen, weil es total verschimmelt ist. Ja. Auch durch und durch. Ich habe es einmal angeschnitten. Es ist nicht nur außen der Schimmel, der ist auch schon innen. Gut, so viel dazu. Mein letztes Brot auf dieser Reise in goldgelber Talerform. Ohne Schimmel. Wir kennen Expeditionsnahrung, das heißt Trekkingnahrung, das heißt dehydrierte Nahrung, also Nahrungsmittel, aus denen das Wasser entzogen wurde und die man im Prinzip mit Zugabe von Wasser wieder genießbar macht. Ne? Das ist die leichteste und einfachste Nahrungsmittelzubereitung unterwegs.
Und in der Regel funktioniert das folgendermaßen, dass man die Tüte aufreißt. Ist jetzt völlig egal von welchem Hersteller. Das soll jetzt hier keine Werbung für Tracking Eats sein, beziehungsweise Firma ist ja eigentlich ursprünglich die Gruppe Katadin, ja, die auch die Wasserfilter machen und dann die Kocher hier zum Beispiel auch, der ist zufälligerweise auch davon. Aber wie gesagt, keine Werbung, weise ich nochmal ganz drauf hin, das ist hier alles selbst gekauft grundsätzlich. Ich bekomme dafür nichts oder ähnliches. Ja, es ist nur ein Ratschlag für euch, mehr auch nicht. Und normalerweise läuft es so ab, Tüte aufreißen, heiß Wasser rein, je nach Nahrung. Es ist völlig egal, ob das jetzt hier Nudeln mit sonst was ist, ob das Dessert ist. Spielt. In der Regel ist es so, Tüte auf, Wasser ein, rumrühren und dann fertig essen. Ne? Entweder heiß oder kalt, je nach Nahrungsart. So, beim Rührei mit Zwiebeln ist es ein bisschen was anderes. Ne? Man denkt, das läuft vielleicht genauso ab und kauft sich das vielleicht deswegen fälschlicherweise. Man weiß es nicht, ja. Ich esse das immer mal ganz gern, allerdings nicht als alleinige Mahlzeit, denn das hat hier 691 Kilokalorien. Ja. Ist für meine Zwecke als alleinige Mahlzeit ein bisschen zu wenig. Ja. Vielleicht nicht unbedingt von den Kalorien, aber auch von der Masse her. Reicht für mich jedenfalls nicht aus. Daher nehme ich es ganz gern als Beigabe. Entweder zum Frühstück. Frühstück allein, das heißt das Rührei mit Zwiebeln und dann vielleicht noch ein bisschen Brot und Müsli dazu. Reicht. Oder aber vielleicht als Zwischendurch-Snack, wenn es keine richtige Mahlzeit ist. Wenn man mal irgendwo Zeit hat und man macht so eine Art Brunch. Ja. Zum Abendbrot ist es auch zu wenig allein, aber es wiederum für mich zumindest zu viel, wenn ich noch eine andere Tüte habe. Ja, also was weiß denn ich, zum Beispiel Rindfleischtopf mit Reis oder solche Sachen. Ja. Dann wären die beiden zu viel fast schon. Und das ist ja auch mal eine Frage des Gewichts, was man sich rumträgt. Man will ja nicht unnötig viel Tüten mit sich rumtragen. Ja, man guckt ja, dass es gerade so reicht. Ja, das ist ja eher so die Prämisse, zumindest wenn man so lightweight macht. Wenn man so wie ich mehrere Tage auch mal unterwegs ist, dann macht man lieber ein bisschen mehr Plus. Ja, denn rechne ich, wenn ich jetzt 10 Tage Trekking mache, dann nehme ich nicht nur Nahrung für 10 Tage mit, sondern durchaus für 13. Das ist einfach so. Mindestens in dem Fall kommt auf die Region drauf an, weil es kann ja auch mal länger sein, dass man irgendwo eine schlechte Wetterperiode im Zelt ausharren muss, ja, weil gerade Hagelkörner so groß wie sonst was runterkommen, beziehungsweise es blitzt, donnert und regnet im Ström ohne Ende und man ist mitten auf dem Berg irgendwo, da will man auch nicht weiterlaufen und es ist mitunter auch viel zu gefährlich. Ja. Solche Sachen, ich plane also mal ein Plus ein, ich nehme mal ein bisschen mehr Essen mit, ja, und denn als Zwischenmahlzeit geht Rührei mit Zwiebeln auch wieder ganz gut. Ja. Und was ich euch hier zumindest zeigen möchte, beziehungsweise worauf es beim Rührei mit Zwiebeln drauf ankommt, ist, dass es hier nicht, wie gesagt, Wasser rein, rühren und fertig. Nein, leider nicht, denn für Rührei mit Zwiebeln funktioniert es auch nicht, wie man sonst hat. Das heißt, ich habe hier ursprünglich eigentlich den Topf, auf dem ich immer mein Wasser warm mache. Ich nutze für sowas übrigens immer einen Teekessel, einen kleinen. Und da kann ich es auch nicht reingeben, denn das Rührei mit Zwiebeln braucht ein breites Gefäß, sprich eine Pfanne. Und genau das steht hier sogar auch drauf, bin ich der Meinung. Genau, steht hier sogar drauf. Inhalt in 185 Milliliter kaltem Wasser anrühren und in heißer Pfanne braten. Fettzugabe nicht erforderlich. Ganz einfach, weil Rührei mit Zwiebeln dazu neigt, schnell anzubrennen. Wenn wir das in den Topf machen, ist eine große Masse. Ich müsste permanent rühren und könnte das in einem Topf gar nicht so gut. Es würden Stellen geben, wo das Ganze nicht durchgebraten wird. Dann ist dann dieser unfertige Matschbrei aus dem Volleipulver nicht besonders lecker. Ja, ich brauche also eine möglichst breite Fläche, sprich eine Pfanne. Ja. Und das ist der Punkt daran, dass viele eine Pfanne eine gar nicht mitführen, sondern nur einen Topf. Wie gesagt, in der Regel habe ich zu 80% auch nur meinen Kessel mit, wo ich mein Warmwasser zubereite, erhitze und damit dann meine Nahrung aufkoche sozusagen. Ja. Aber wenn ich weiß, dass ich Rührei mit Zwiebeln essen will, ja, also dieses fertige, ja, oder aber das Ganze noch, das mache ich denn eher unterwegs auch noch zusätzlich mit Speckgarniere. Ne? Manchmal gönne ich mir den Luxus und nehme mir, hier in Schweden zum Beispiel, gibt es Speck an jeder Ecke. Also fertig abgepackte Dinger, riesengroße Abpackung, wie bei den Amis im Prinzip. Wir hatten das, ja. Dann nehmen wir noch ein bisschen Speck mit und verfeinern das ruhig noch ein bisschen. Ja, und natürlich habe ich zum Verfeinern auch noch Gewürze hier. Salz, Pfeffer optional bei. Ja? Das kann ich mir jetzt erlauben, weil wir jetzt hier gerade nicht mit dem Rucksack unterwegs sind. Und deswegen zeige ich euch das. Ja? Mit dem Rucksack wäre die Ausrüstung ein bisschen spartanischer. Und da lasse ich denn das Rührei mit Zwiebeln manchmal auch zu Hause bzw. im Auto. Weil es einfach die zweite Pfanne bedarf dazu. Das ist schon ziemlich wichtig. Eigentlich ist die Pfanne sogar universeller, aber
Trotzdem ist der Topf irgendwo populärer. Ich habe dazu übrigens auch ein entsprechendes Video bei mir auf dem Kanal, wo ich die Pfanne mit dem Kessel, mit dem Topf vergleiche, unabhängig von der Nahrung. Ja. Und diese Pfanne hat jetzt hier noch den Clou, dass sie sogar noch einen Deckel bietet. Das heißt, ich kann hier in der Pfanne auch erstaunlicherweise schnell Wasser zu kochen bringen. Ja. Wer dazu mehr wissen will, dem empfehle ich wirklich das Video, wo ich die drei Sachen miteinander vergleiche. Das heißt, eine Pfanne ist sehr universell, aber die hat halt nicht jeder bei. Ja? Und für Rührei mit Zwiebeln braucht man die Pfanne. Unbedingt, bin ich der Meinung zumindest. Ja? Und daher möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen, wie das funktioniert. Ja? Ich werde zwischenzeitlich immer mal wieder einen Cut machen und dann einen Schnitt. Sonst könnte ich jetzt hier frei flüssig reden, denn ich schneide grundsätzlich auf der Tour jetzt, versuche relativ wenig zu schneiden. Aber ich mache das parallel auch noch als Lesereview bei mir auf der Webseite. Wer mich kennt, mein Kanal, der weiß, die Website Backcountry Expeditions ist für mich essentiell viel wichtiger als der YouTube-Kanal. Ja, YouTube-Kanal ist nur so, Webseite ein Riesenformat. Und daher mache ich parallel davon immer nochmal Fotos, ja, wenn ich Tüte aufreiße, wie der Inhalt aussieht und so weiter. Das sind denn die Schnitte. Ansonsten habe ich hier nichts zu verbergen. Hier ist auch kein Mensch weit und breit. Ihr seht, es ist wie immer bei Backcountry Expeditions, egal wo wir sind immer allein. Dann werden wir jetzt einfach mal anfangen. Ich lasse das so lange laufen, wie ich im Prinzip, bis ich ein Foto mache und dann den Cut mache für das Foto. Ich könnte jetzt auch laufen lassen. Ich versuche es mal, dass es nicht zu langweilig wird. Was wir dafür grundsätzlich brauchen, ist die Pfanne. Da geht es schon los. Ich stelle euch hier ein bisschen auf meinen Trinkbecher. Ich hoffe, das funktioniert so ein bisschen halbwegs. Mehr schlecht als recht. Ja. So, was wir dazu brauchen grundsätzlich, die Pfanne, ja, ist klar. Dann haben wir hier einen Kocher, das ist in dem Fall ein Gaskocher, Optimus Vega. Nutze ich jetzt auch schon seit 2015, ja, habe ich den auf jeder Tour in Benutzung. Ja. Parallel dazu auch noch einen Benzinkocher, ja, den Polaris für kältere Temperaturen. Heute haben wir übrigens Außentemperatur 8, 9 Grad Celsius, 9 Grad Celsius sollen es so ungefähr sein. Ja. Ist der Gaskocher noch ganz okay für. Dann natürlich das Rührei mit Zwiebeln, was zum Umrühren und was zum Essen. Ja. Kann man natürlich auch eins nehmen, wenn man jetzt unterwegs ist, muss man jetzt nicht extra noch ein Dings, aber ich leiste mir wirklich immer den Luxus, tatsächlich immer so etwas zum Umrühren separat mitzunehmen. In dem Fall ist es ein Holzspatel, der wiegt so gut wie gar nichts und ich hatte schon mal etwas, gibt es auch ein Parallelvideo dazu bei mir auf dem Kanal zum Thema Ultra-Leitgewichtspacking, was ich davon halte, beziehungsweise wie meine Mentalität dazu ist, wer dazu mehr wissen will. Ich denke nicht, dass ich mich daran tot trage. Ja? Sowas habe ich immer bei. Und dann natürlich ein Besteck. Und ihr seht auch schon, auch hier kein Schwerpunkt auf Ultralight. Das trage ich auch wirklich am Rucksack mit. Ja, auch wer meine anderen Videos kennt, der weiß, dass ich das stimmt. Ja? Besteck aus Edelstahl. Ja? Hier ist nichts mit Plastik, Titan oder irgendwas. Ich bin überwiegend nur noch auf Edelstahl. Die Pfanne auch Edelstahl. Hat seine Gründe. Gibt es auch einen Bericht auf meiner Webseite zu. Ne? So. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Bei der Tüte ist es folgendermaßen, wer diese Tüten kennt grundsätzlich, also erst einmal Tüten allgemein vorsichtig, ja, die haben scharfe Kanten. Das ist kein Witz. Ringsherum kann man sich hier ganz schnell die Finger schneiden. Ja. Und das ist nicht nur bei Track and Eat, ich nutze hier auch Travel Lunch und hier diese schwedische andere hier in Orange-Schwarz-Abpackung, komme ich gerade auf den Namen nicht, spielt doch keine Rolle. Es gibt, wie gesagt, mehrere, aber da nehmen sie sich alle nichts, ja? Denn das sind Verbundstofftüten aus Kunststoff und Aluminium, das heißt, es ist Metalleinlage dazwischen, ja, und dementsprechend, man kann sich auch an der Alufolie schneiden, auch das ist möglich, aber an der hier noch viel schneller. Immer aufpassen, das ist jetzt wirklich kein Witz, ich sage es hier ganz explizit, diese Tüten sind eine Verletzungsgefahr. Und gerade im Outdoor-Bereich, wenn ich auf Tour bin, ist eine Verletzung das Wenigste, was ich haben möchte, denn das kann auch immer eine Entzündung irgendwo bedeuten. Ja, entsprechend nach Reiseland und Gegebenheiten, Witterung und so weiter. Kann die denn sehr hinderlich unterwegs sein? Also immer vorsichtig mit solchen Tüten umgehen. Das geht ganz schnell. Ich greife da in den Rucksack rein, ziehe die irgendwo, habe ich tatsächlich alles schon geschafft. Deswegen, ich rede hier nur aus Erfahrung. Haben diese Tüten, zumindest hier von Track and Eat, haben eine obere Falznaht, einen oberen Aufrissband. Hier soll ich aufreißen, steht auch hinten drauf. Ja, hier aufreißen, hier steht's. Ja. Und vorne steht's auch nochmal drauf, für den Letzten, der es nicht lesen kann. Ja. Hier oben ist aufzureißen. Und dann gibt es noch eine zweite Naht bei den Tüten. Bei den neueren ist das so. Ihr seht, die ist kurz da drunter. Das ist nicht die Wassereinfülllinie. Das wäre ein bisschen viel. Ja. Die gibt es auch vorne, sondern das ist die Aufreißnaht, wo man dann aus der Tüte essen kann.
Ja, wenn man das denn möchte, damit man nicht den Löffel, weil kann man sich vorstellen, wenn ich von hier oben, dann komme ich an den Grund nicht mehr ran. Ne? Reiße ich auf, komme ich besser ran. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Reiße ich nicht hier auf, sondern hier habe ich die Möglichkeit grundsätzlich, weil hier auch eine Falznaht ist, also ein wieder verschließbar. Ja. Wenn ich das nämlich nachher schütteln muss, um es gut zu verteilen mit dem heißen Wasser und dem Nahrungsbrei, der da drin ist, ja, dann kann ich, wenn noch was am Boden geblieben ist und ich habe hier oben aufgerissen, ja, dann kann ich immer noch mal Wasser heiß nachkippen und noch mal wieder verschließen und nachschütteln. Das funktioniert nicht mehr, wenn ich schon unten aufgerissen habe. Dann kann ich das hier nicht mehr vernünftig umlegen und auch nichts mehr nachkippen. Ja. Das Nachkippen sage ich explizit dadurch, weil nicht immer alles 100% aufgelöst wird. Man kann sich manchmal richtig viel Mühe geben, man kann schütteln und ich schüttel da wirklich schon wie ein Bär, ja, also normalerweise läuft das so, hol mir eine Tüte, Wasser rein und dann die Tüte vorher schon mal aufschütteln, dass die Klumpen alle weg sind, bevor ich Wasser reinfülle, ja, dann, da kann man ruhig mal ein bisschen knorkeln, ja, die Tüte geht auf keinen Fall kaputt, da braucht man sich keine Gedanken machen und dann Wasser rein und dann richtig, wieder letzte Barmixer, ja, richtig durchschütteln. Quellen lassen, stehen lassen, je nach Tüte, 5 Minuten durchaus mal drin. Danach nochmal richtig köpfig. Ja? Und dann können wir nochmal umrühren. Und trotzdem ist es manchmal so, dass wirklich immer noch was unten drin bleibt. Oder aber es ist so, dass man vielleicht nicht alles schafft, weil man vielleicht mehrere Sachen gleichzeitig isst. Dann lässt man hier noch ein bisschen drin, weil es zum Beispiel eine Zwei-Personen-Tüte ist. Es gibt ja auch diese Double Packs. Ja? Dann lässt man hier unten noch ein bisschen drin. Und sobald das kalt wird, wird das wieder hart. Also nicht knüppelhart, aber es wird fest. Und um das dann wieder ein bisschen warm zu kriegen und flüssiger, kippt man einfach wieder Wasser zu. Ja? Und das funktioniert natürlich dann am besten, wenn man nicht auf die Hälfte aufgerissen hat, weil dann ist es alles morgens, sondern wenn man oben gelassen hat. Aber Nachteil oben lassen, wie gesagt, man saut sich den Löffel und die Finger ein, ja? Weil man oben an dem dreckigen Rand rumspielt. Das muss jeder selbst entscheiden, was er gern hätte. So. Beim Rührei mit Zwiebeln funktioniert das alles nicht. Denn nämlich, ihr habt es logischerweise, ich bereite das ja in der Pfanne zu. Das heißt, mit Tüte schütteln ist da nichts. Ne? In der Tüte schüttle ich das kalte Wasser rein, das werden wir jetzt auch gleich machen. Aber wenn es heiß ist, dann wird aus der Pfanne gegessen. Daher spielt bei dieser Tüte die Naht hier keine Rolle. Es ist völlig egal. Hier muss oben aufgerissen werden, dann wird das Ganze verrührt und verschüttelt. Ja? Mit dem Verschluss schließen zeige ich euch gleich. Das heißt, bei dieser Tüte kommt diese Unternaht in der Regel nicht zum Einsatz. Denn man könnte jetzt natürlich in der Pfanne zubereiten und das wieder zurück in eine Tüte kippen, aber warum? Ja? Gut, also wir legen los, ganz einfach mit Tüte aufreißen. Ja? Ich werde das jetzt mal wie völlig unbedacht. Ich tue jetzt mal so, als ob ich noch nie so eine Tüte aufgerissen habe, denn ich weiß natürlich, was passiert und worauf es ankommt. Ich werde jetzt einfach nur denken, okay, Tüte aufreißen, ziehe ich einfach mal, gucken wir mal, was passiert. Wunderbar, Vorführeffekt. Sieht ja herrlich, läuft akkurat. Normalerweise passiert durchaus Folgendes, ja, dass ich hier an dieser Tüte aufreiße und die dann schräg nach oben wegreißt. Alles schon gehabt, ja, und dann müsst ihr von der anderen Seite nochmal neu aufreißen und dann habt ihr 2 schräge Enden und in der Mitte bleibt manchmal auch noch ein Steg stehen. Es gibt alles von verschiedenen Aufreißmethoden. Das war der positive Vorführeffekt. Besser kann es gar nicht gehen, nur schlechter. Super Sache. Jetzt haben wir hier das Rührei mit Zwiebeln hier drin. Ich habe es ja schon ein bisschen geknetet eben. Ja, ich zeige es euch jetzt gleich. So. Das wäre der Inhalt. Ja, es riecht nach Volleipulver, nach Schnittlauch. Zwiebeln kann man erahnen vom Geruch. Mal kurz zu den Zutaten. 45, also Volleipulver, 45%. Ja. Sonnenblumen, Ölpulver, ja, was mit Milch und E551 vermixt ist. Vollmilchpulver, 8% Zwiebeln, Tomatenflocken, Speisesalz, Petersilie, Schnittlauch, Pfeffer. Ist natürlich, wer allergisch auf Ei und Milch ist, ja, also Gluten und diese Geschichten und Laktose und alle sonstigen Intoleranzen, muss grundsätzlich aufpassen, wenn er solche Fertignahrung kauft. Das kann mitunter, es gibt spezielle, ne? Es gibt was für Veganer, es gibt denn was für Allergiker, Unverträglichkeit und so weiter. Ja, ich bin nichts davon, ich kann alles essen und ich bin auch Allesesser, ich esse von grün bis rot alles komplett durch. Ich lasse es mal laufen, mache aber, wie ihr sagt, hier ein Foto, damit wir das ruhig mal
für meine Webseite auch festhalten, ja, dass ich das hier wirklich gemacht habe. Ja, vom ersten Schuss traumhaft, der Autofotograf. So, und jetzt machen wir Folgendes. Er sagt hier 185 Milliliter kaltes Wasser einfüllen. 185 Milliliter. Es gibt jetzt hier keine Markierung, wo die 185 Milliliter sind. Ja. Es gibt hier zwar einen Strich, ja, den könnte man jetzt als maximale Markierung nehmen. Ich kann es euch aber nicht mal sagen, ob dem wirklich so ist. Ja. Es steht hier nirgendwo drauf, ob dieser Strich, der hier oben ist, ja, ob das eine Markierung ist. Ja. Ansonsten haben wir hier allerdings noch eine Zentimetermarkierung, ja, am äußeren Rand. Ja. Wer sich mal damit beschäftigt, ja, der kann darauf einen Rückschluss ziehen, wie viel Wasser denn da drin ist. Ja. So ungefähr. Ja. Wir kippen jetzt einfach mal, so wie ich das mache, nach Gefühl 185 Milliliter. Ja, ist ja ungefähr weniger als eine Tasse. Die dürften 250 sein. Ja. Hier sind ungefähr zwei Tassen drin. Pi mal Daumen. Kippen wir das jetzt hier, steht ja auch drin. Ja, nochmal in kaltem Wasser anrühren. Das machen wir jetzt. Kalt ist in jedem Fall. Gucken, wie viel das hier ist. Ich glaube, das wird auch schon reichen fast. Ja. Ich zeige euch gleich den Brei, wie es aussieht. Ja. Das ist nicht ganz so dramatisch hier, denn das verdampft ja das Wasser. Ja. Was zu viel ist, wird in der Pfanne einfach wegkochen. Ich würde es dann natürlich ein bisschen dünner machen und der Kochvorgang dauert länger. Das ist der Punkt daran. Ja. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Wichtiger ist natürlich noch, dass hier möglichst alles aufgelöst wird. Ja. Und sagen wir ruhig mal, dass das jetzt 185 Milliliter waren. Ich war großzügig. Das waren in jedem Fall gute 200. Ja. So, und jetzt zeige ich euch einmal den Brei, den ich jetzt hier angerichtet habe, nachdem ich hier das Foto gemacht habe. So sieht es jetzt aus, wenn ich Wasser eingekickt habe. Ich habe hier noch nichts umgerührt. Und jetzt werden wir genau das machen, was ich gesagt habe. Das heißt, ich verschließe hier diese Ober... Habt ihr gesehen? Ja, diese Verschlussnaht hier. Diese wiederverschließbare. Das ist wie so eine Ziplock-Tüte im Prinzip. So sind die ja auch aufgebaut. Das habt ihr bei allen. Also bei den meisten Herstellern, die ich kenne, ist das genau dieser Verschluss identisch. Ja. Wichtig ist, dass dieser Verschluss wirklich zu ist. Ja, da müsst ihr drauf achten. Das heißt, den ganz bewusst zusammendrücken. Das Problem ist ja bei allen Ziplock-Tüten. Hier haben wir jetzt erschwerend bei Rührei mit Zwiebeln, dass der Verschluss schnell zugesetzt werden kann. Weil wir ja auch schon vorher ein bisschen geschüttelt haben. Ja. Hält nicht mehr richtig. Haben wir den Klassiker? Bei einigen Gerichten funktioniert das gut, bei anderen eher weniger. Hält nicht mehr. Ja, also ich kann euch das zeigen. Hier, ich krieg die Naht nicht mehr zu, weil hier Vollmilch, Volleipulver drin sitzt. Damit ist diese Sache schon mal AD. Ja. Natürlich müssen wir das, ja, auch für die Leser meiner Webseite, nicht nur für euch als Zuschauer. Ja. Fotos entstehen in der Regel etwas langwieriger als Videos. Daher macht sowas heutzutage ja auch kein Mensch mehr. Ja, vernünftige Webseiten mit entsprechend aussagekräftigen Fotos. So ein Video kann im Prinzip jeder Trottel drehen. Seht ihr ja bei mir. Ja. Aber ein vernünftiges Foto zustande zu kriegen, ist dann schon mal eine etwas andere Hausnummer. Nicht mit dem Smartphone, wohlgemerkt, ja. Und ob die Fotos vernünftig sind, davon könnt ihr euch ja denn überzeugen, wenn ihr den Bericht zu diesem Video lest.
Ja, ich denke, das habe ich gut aufgenommen, also aussagekräftig. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt natürlich weiter. Ja, also den Verschluss können wir uns hier oben schon mal sparen. Habt ihr mitbekommen, ja. Das funktioniert also so nicht. Jetzt mache ich es trotzdem so, wie ich es immer mache. Das heißt, ich lege das einmal um. Also nicht einmal, sondern mehrfach. Knebeln dann auch die Ecken zu. Das ist ganz wichtig, wenn es nachher heiß sein sollte, wenn man das bei einer anderen Trekkingnahrung macht. Wenn es heiß ist, dann hat man hier einen guten Griff und das Ding bläht sich sofort auf und wird wie eine Bombe. Ja, wenn das nicht richtig zu ist, bam, habt ihr den ganzen Kram. Beim Schütteln fliegt das Ding auseinander, ist kein Witz. Ja. Und immer auf die scharfen Kanten drauf achten. Ja. Wir werden jetzt Folgendes machen, wir schütteln das einmal, um zu gucken, was passiert. Und danach werden wir das rühren, so wie es auch auf der Packung steht, ja, einrühren. Ja? Ich mache das hier ganz bewusst, um euch zu zeigen, was passiert, wenn ich schüttle. So, viel länger brauchen wir auch gar nicht schütteln, denn der Effekt wird der gleiche sein. So, gucken wir gleich mal live rein. Ja. Sieht jetzt natürlich schon deutlich flüssiger aus, ja. Wie gesagt, es sind mehr als 185, habe ich mit Absicht gemacht, ja. Es hängt jetzt natürlich oben in den Ritzen noch ein bisschen Pulver, das seht ihr, ja. Und jetzt gucke ich mal, das muss ich euch hinlegen, ob auf dem Boden auch alles aufgelöst ist. Nein, das kann ich euch auch zeigen. Schütteln allein bringt gar nichts. Denn da bleiben Klumpen über. Ja. So, deswegen stand da ja auch passigerweise, das hat ja der Hersteller auch richtig vorgegeben, einrühren drauf. So, jetzt habt ihr auch ein bisschen Vollmilchpulver. Nein, nur ich, nur einer Sache, alles klar. Da stand da einrühren drauf. So, und einrühren ist ja jetzt das Problem, womit rühre ich in dieser großen Tüte ein? Jetzt kann ich also hier schon die Tüte... Ich mache mich mal kurz sauber. Die Essensreste der letzten 5 Wochen macht gar keinen Unterschied mehr. Einrühren könnte ich jetzt machen, indem ich jetzt hier tatsächlich aufreiße und dann, ne, kann ich besser rühren, weil hier werdet ihr mir recht geben, mit der kurzen Gabel, ihr habt ja in der Regel wahrscheinlich noch kürzere Trekking-Bestecke bei, lässt sich hier ganz schlecht bis gar nicht rühren, habt ihr die Hände eingesaut und wie macht er unterwegs wieder sauber, wenn er nicht vielleicht zufälligerweise am Wasser sitzt? Ne? Ich habe jetzt hier was Längeres mit, ha? Ein Stock. Würde ich dafür empfehlen. Ja, ich muss jetzt den Stock nicht nehmen. Ich habe jetzt hier meinen Quirl sozusagen. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, bei einigen Richten empfehle ich wirklich einen Schneebesen mitzunehmen. Klingt erstmal witzig, ja, weil es kein Mensch macht beim Trekking, ist aber manchmal die effektivste Variante, um das Pulver am besten zu lösen, indem ich hier mit einem kleinen, nicht kein so ein Ding hier von Riesenkochtopf, sondern einen der kleinen, wo man vielleicht so Cappuccinos und so weiter mit aufrührt. Ja, diese aber langen Löffel dran, also einen langen Stiel möglichst. Ja? Und damit könnt ihr ganz viele Trekkingnahrungen richtig gut lösen. Als kleinen Tipp mal. Also was so eine Tipps sind bei mir immer unbezahlbar, aber trotzdem gratis live dabei. Und mit dem mache ich jetzt nichts anderes als das, was auf der Packung hier draufsteht, umrühren. Ja? Ich rühre das hier ein und mixe das richtig schön durch. Und ich habe mit Absicht es nicht aufgerissen, weil ich jetzt, wenn ich nämlich rühre, die ganze Pampe sonst hier alles rauskommen würde. Das ist der Punkt dabei. Ja? Man kann es auch übrigens in der Pfanne rühren, das geht auch. Aber wie gesagt, die wäre nicht hoch genug. Es würde alles rausschwappen beim Rühren. Ne? Ihr kennt das, wer zu Hause kocht, also für die Leute, die kochen können, ja, die wissen, Rührgefäße sind immer höher. Und daher lasse ich die Tüte auch ganz, weil ich damit gut rühren kann. Zumindest besser als in allen anderen Gefäßen, die ich habe. Und dann rühren wir das jetzt so lange durch, bis wir einen möglichst homogenen Brei haben. Und das kann schon ein bisschen dauern. Denn tatsächlich bleiben da Klumpen drin. Und die Klumpen wollen wir nachher nicht im Ei haben. Ne? Denn das heißt ja Volleipulver. Ja? Das heißt nicht, dass da ganze Eierstücke schon drin sind. Für die Leute, die denken, ey Mensch, da ist doch schon ein Ei drin. Nein, ist nicht. So, und wenn ich das jetzt richtig gut gerührt habe, ihr seht, die Zubereitung ist gar nicht mal so fix gemacht, ne, wie man sich das anfangs stellt, sonst würde ich ja kein Video darüber machen. Ja, das wäre denn jetzt die Konsistenz des Fertigrührens. Kann man das hier auch nochmal kurz aufnehmen. Wunderbar. So sieht es denn fertig gerührt aus. Ja, jetzt haben wir wirklich alles gelöst. Jetzt schwimmt im Prinzip bloß noch das Gemüse oben. Ja? Und auf dem Boden sind auch keine Klumpen mehr.
Wieler macht nebenbei ein bisschen Frühsport. Und jetzt kann es auch schon losgehen, denn endlich mit dem Kochen. Ja? Wer hätte das gedacht, dass es so schnell schon geht? Viele unterschätzen das. Rührei mit Zwiebeln, ich sag das ja. So, der Kocher in dem Fall, ganz einfach, kein Hexenwerk. Keine Fettzugabe erforderlich. Ich habe hier vorher, das was weiß hier drin ist, ist noch ein bisschen Kokosfett minimal. Weil ich vorher Toastbrot gebraten habe hier. Leckere Sache, wie immer. Das heißt, es ist ein bisschen noch drin. Ich habe alles rausgekippt, aber es bleibt ja grundsätzlich immer ein Rest in der Pfanne drin. Ja. Es ist also ein Restfett bei. Das stört nicht. Und ganz ehrlich unter uns, der Hersteller sagt, keine Fettzugabe notwendig. Das ist, kann richtig sein, je nach Kochgefäß. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn man ein bisschen Fett reinmacht. Das heißt, so wie ich es jetzt hier habe, ja, eine kleine Pfütze ist schon fast mehr. Also es ist ein Teelöffel, könnte man sagen. Ein Teelöffel, ja. Ist in jedem Fall sehr gut dafür. Denn das neigt zum Anbrennen. Wir werden es sehen. Ja. Die Pfanne ist heiß, das geht hier razzifazzi. Ja, gar kein Problem. Ich drehe den Kocher ein bisschen runter, dass wir erstmal klein anfangen. Und dann kippe ich jetzt alles rein. Während des Kippens werde ich jetzt natürlich gleich ein Foto machen. Bewaffne mich hier vorher schon mal. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, hätten wir jetzt nicht richtig gerührt, den ganzen Kram hier drin, würde das alles in der Packung bleiben und dann haben wir die Bredouille. Dann müssen wir nochmal Wasser anmischen, nochmal rühren. Und mit weniger Wasser anzurühren, hier nochmal drin zu rühren, geht noch schlechter. Vorbereitung ist hier alles. So, ich werde mal sehen, dass ich das hinbekomme, dass ich hier rühre. Ich muss ja meine Gewürze ein bisschen aus dem Foto räumen, das sieht ein bisschen hässlich aus. Und müssen wir hier kippen und gleichzeitig Foto machen. Werbung wollen wir auch nicht machen. So, neutraler Hintergrund. Pfanne ist in jedem Fall knalleheiß. Los geht's. Einkippen. Ja, und ihr könnt jetzt mal gucken, live dabei, wie gut wir gerührt haben unten. Das ist nämlich jetzt die Frage, was bleibt noch drin in der Tüte? Und ihr seht, nur noch ein paar trockene Zwiebeln, die da drin liegen. Ansonsten kein verklumptes Pulver. Ja. Trockene Zwiebeln, die schüttle ich jetzt hier raus. Und Rührei mit Zwiebeln, im Gegensatz zu vielen anderen Gerichten, kann eine ganz schöne Schweinerei sein. Werden. Ja. Da muss man auch immer dran denken. So. Viel mehr brauche ich jetzt gar nicht schütteln. Das wäre jetzt die Tüte leer. Ich könnte jetzt hier noch ein bisschen kratzen. Erstmal machen wir ein Foto, weil Tüte leer ist dann wieder aussagekräftig. Ja. Man muss immer dazu sagen, ich habe gut vorbereitet, ja. Dass die Tüte sieht nicht immer so aus. Ne? Ich bereite es ja nicht zum ersten Mal zu. In der Regel kenne ich es, Klumpen links und rechts unten in der Ecke. Ich habe es schon bei Leuten gesehen, da klebte alles noch in den Falzen. Da war im Prinzip die halbe Gewürzmischung in der Tüte und die haben mir so gewässert. Natürlich nicht von Vorteil. Ne? Und jetzt kommt auch nicht mehr viel raus. Also eigentlich gar nichts mehr. Ne? Das ist wirklich Tüte leer. Und das ist denn der Nachteil bei diesen Trekkingtüten, die haben mal Abfall. Ja. Positiverweise, wenn ihr jetzt Wasser habt an irgendeiner Stelle, ich sage aber immer wieder nochmal, verweise auf mein Outdoor-Ethik-Video, das Zeug wird hier nicht im See ausgespült und dann in den See reingekippt. Ja. Wir können hier jetzt Folgendes machen, das machen wir ganz fix. Vorsichtig, Eli. Ich drehe mal kurz auf kleine Flamme. Zubereitungszeit muss ich natürlich auf die Uhr gucken. 10 nach 12 haben wir schon. Großer Gott, das wird ein Brunch. Ich zeige euch, wie das hier läuft. Ja? Das heißt, ein bisschen Wasser rein aus der braunen Brühe. Und das wird dann nicht da reingekippt. Ja? Ganz wichtig, keine Nahrungsessmittelreste oder sonst was in irgendwelche Gewässer kippen. Und jetzt müssen wir auch schon umrühren. Ich muss ein bisschen beeilen. Das war jetzt Multitasking. Das muss in jedem Fall gerührt werden, ansonsten brennt es an. Das brennt Rührei sehr schnell an. Ich weiß nicht, seht ihr das überhaupt? Ich muss erstmal rühren, sonst haben wir hier, ich zeig's euch hinterher. Das ist, hatte ich ja vorher schon gesagt, neigt wirklich sehr stark zum Anbrennen.
Das ist hier, ich sage es immer noch mal, kleinste Flamme, die gerade bei dem Kocher möglich ist. Das könnt ihr auch nur auf kleinster Flamme machen. Und es muss dann ständig gerührt werden. Wie der Name sagt, Rührei. Ja? Jetzt muss ich parallel noch ein Foto machen. Ich bin leicht überfordert, damit es nicht anbrennt. Eli, du bleibst noch schön hier. Hierher. Eli, komm hierher. Der Hund bewacht uns natürlich, ja. Wir sitzen nicht weit ab von einer Straße, weil wie gesagt, ein Rastplatz, da macht ja auch alles richtig. Aber jetzt beim Rührei kann ich überhaupt gar keinen Stress gebrauchen. Ich zeige das mal live. Hier bleiben, Eli. Er klemmt jetzt hier bei mir am Schritt. Ihr seht, wenn ich nicht rühre, das wird sofort rappelig. Immer noch mal darauf hinweisen, kleinste Flamme, die geht. Na? Und der Kocher tendiert ja natürlich dazu, in der Mitte besonders anzubrennen. Und das ist schon eine gute Pfanne. Die hat einen dicken Boden. Ja? Mit Kern sozusagen. Diese Billigpfannen, da, also die dünneren Pfannen, sagen wir es mal so, vor allen Dingen die Aluminiumpfannen und die Titanpfannen, da könnt ihr völlig vergessen. Also da habt ihr gleich ein schwarzes Ei. Bei einer Pfanne ist immer ganz wichtig, der Boden muss so dick wie nur möglich sein. Da könnt ihr gar nicht dick genug machen. Ist wirklich so. Am besten natürlich Gusspfannen, ja. Aber unterwegs werdet ihr recht geben, ja, möchte keiner eigentlich eine gusseiserne Pfanne, egal ob geschmiedet oder jetzt wie gesagt Guss, aber aus Eisen in jedem Fall, mitschleppen. Im Auto ist das kein Thema, aber Trekking, beim Trekking ist ja für die meisten schon die Edelstahlpfanne zu viel. Und da sind wir auch schon fertig mit dem Ei. Das war's. Koche aus. Ja. Die reine Kochzeit betrug hier genau 2,5 Minuten. Ja. Das ging fixti-foxti. Soll ich mal wieder einsibbeln, weil jetzt muss ich fix ein Foto machen. Für die Leser meiner Webseite. Ja, ist gut geworden. Bisschen beschlagen, geht aber. So. Und jetzt machen wir kurzzeitig den Nahrungsmitteltest, ob das Gewürz so passt. Ich hatte gesagt, optional haben wir noch Gewürze bei. Und da ist ja schon weiß. Die stehen ja nicht umsonst hier. Für mich sind die meisten Trekkinggerichte alle relativ fad. Ja. Deswegen gibt es ja auch im Trekkingbereich diese Mini-Gewürzdosen, na, wo man eine Mischung aus verschiedenen einzelnen Gewürzen hat, wo man immer noch zufügen kann. Der Hersteller macht das natürlich mit Absicht, ja, weil es viele Leute gibt, auch die was gegen Gewürze haben. Dem einen ist zu scharf, dem anderen zu salzig, dann ist es zu pfeffig und so weiter. Also machen wir lieber so möglichst wenig rein, ja. Und jeder muss sich dann nachwürzen bei Bedarf. Also kann sich nachwürzen. Und in meinem Fall ist es dann immer, ich muss nachwürzen. Ne? Hier soll Pfeffer drin sein, aber wie gesagt, den könnte ich wahrscheinlich mit einem Elektronenspektrographenmikroskop, was der Geier auch, vielleicht ausfindig machen. Ja, aber geschmacklich wenig. Salz geht einigermaßen. Das geht. Das wäre denn jetzt nachgewürzt. Ja? Ganz grob, wie gesagt. Und ihr habt ja gesehen, ich habe gerührt sofort, also fast gleich, nachdem wir das Wasser geholt hatten. Ja, am besten ist zwischenzeitlich gar nichts anderes zu machen, außer zu rühren, ab dem Moment, wo man eingießt. Ja, denn diese 20 Sekunden Wasser holen hat schon dazu gereicht, dass ich hier eine braune Kruste habe. Das stört nicht weiter. Aber ich sag euch, das geht ganz schnell. Das heißt, von dem Moment, wo ihr einrührt, bleibt bei der Pfanne und macht nichts anderes, außer zu rühren. Während des Kochens immer rühren. Rühren, 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 rühren. Nicht aufhören. Ja? Denn das ist hier nicht wie euer Rührei zu Hause in der Pfanne, was ihr einkippt im Prinzip. Dann vielleicht macht ihr jeder unterschiedliche Rührei. Es gibt ja verschiedene Zubereitungsmethoden. Ja? Die eine ist im Prinzip einrühren und dann weiterrühren, so wie ich es gemacht habe. Und die andere ist im Prinzip erstmal unten goldgelb hart werden lassen und dann stückeln und dann umdrehen oder als Ganzes umdrehen, Omelette-mäßig. Das funktioniert hier nicht, das könnt ihr vergessen. Dieses Rührei will gerührt werden und in einer dünnen Outdoor-Pfanne, wobei, wie gesagt, ich sag's immer noch mal, die schon einen wirklich dicken Boden hat, ja, funktioniert die Strategie sowieso nicht. Ja. In Kombination mit dem punktuellen Kocher, das muss man dazu sagen. Ja. Die Kocherflamme ist hier im Prinzip nur so, die Pfanne aber so. Die ganze Hitze ohne diesen Boden
Und darauf möchte ich hier noch einmal hinweisen. In einer dünnen Pfanne, wie beispielsweise das ganz oft bei Titan der Fall ist, ja, oder aber manchmal auch Aluminium, ja, da habt ihr beim Rührei mit Zwiebeln eigentlich verloren, was die Zubereitung angeht. Das kriegt ihr nie so gut hin wie in einer Pfanne mit dickerem Material. Ja. Immer darauf achten, das ist immer der Kompromiss zwischen Leichtgewicht und Effektivität der Nutzung. Ja. So, jetzt machen wir hier nochmal ein abschließendes Foto. Rührei mit Zwiebeln. Ja, das lassen wir durchgehen. Dann sind wir mit der Fotosession fertig. Wir gucken, ob das Ganze schmeckt. Ich werde natürlich ein bisschen was Eli abgeben. Das ist klar. Nur Eli, du wirst auch einen Habuschmacko haben. Will er bestimmt. Wir teilen auf der ganzen Tour. Ja, immer alles, was wir essen, alles, was ich esse, ist auch der Hund. Und jetzt kann man es essen. Man schmeckt Salz, man schmeckt einen Hauch von Pfeffer. Ich habe es nicht übertrieben. Wenn ich jetzt noch Kräuter hätte, frische, ja, die hat natürlich auf Tour so gut wie kein Mensch. Aber was wir durchaus schon gemacht haben jetzt hier, was ihr auch machen könnt, was die Saison hergibt, zum Beispiel, eignet sich in der Pfanne. Es ist völlig egal, ob ihr ein Fleischgericht, ob ihr ein vegetarisches oder wie in dem Fall so ein Mix habt. Ja. Packt euch ein paar Beeren rein. Wir haben hier schon genug Preisebeeren, Blaubeeren haben wir schon gebraten, Pilze, die man findet. Kannst alles mit reinhauen hier. Und habt ihr eine vollwertige Kost. Und wie gesagt, was ich gesagt hatte, Schinken. Ja. Und schon kann das hier eine ganze Nahrung sein. Ne? Also ein Gericht. Für mich persönlich nicht. Übrigens nochmal ein Tipp. Löffel eignet sich tatsächlich hier besser als die Gabel. Ja, deswegen habe ich hier extra nochmal beide hingelegt. Und es ist natürlich kein echtes Ei. Wer Volleipulver kennt, der weiß. Das war ein trockenes Gewürz, was im Rachen klebt. Wer Volleipulver kennt, der weiß, dass das natürlich nicht an ein echtes Ei rankommt. Ja. Aber es bleibt immer ein bisschen fad, immer so ein bisschen wässrig, lasch. Ja. Egal wie viel man würzt. Das hat dann nichts mehr mit der Würze zu tun, sondern das ist dann eiabhängig. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es okay. Man muss sich mal vorstellen, draußen, wenn man ganz in der frischen Luft war, schmeckt irgendwo alles. Ne? Nur die Zubereitung ist bei diesem Gericht mitunter, habt ihr ja jetzt, deswegen wollte ich es euch extra zeigen, mitunter etwas deutlich komplexer sogar als viele andere Fertiggerichte, egal von welcher Firma. Ja. Rührei mit Zwiebeln bedarf eines separaten Kochcafés, mehr Intensität in der Zubereitung, mehr Aufmerksamkeit und auch während des Kochvorgangs viel Liebe. Ja. Damit ihr denn genau das habt, was ich hier habe. Und dann im Endeffekt natürlich auch irgendwo einen kleinen vollen Magen. Ja, ja, wir haben jetzt hier unser Rührei mit Zwiebeln zubereitet und ich habe da tatsächlich ein separates Video zu gemacht. Man mag es nicht glauben, ja. Könnt ihr euch auf dem Kanal angucken, wird dann wahrscheinlich auch heißen Rührei mit Zwiebeln. Denn die Zubereitung ist hier tatsächlich ein bisschen anders, als man denkt. Deutlich komplexer. Dauert deutlich länger. Und bedingt, wie gesagt, dass man eine Pfanne hat. Ja. Und damit ist dieses Gericht nicht für jeden Outdoor-Tracking-Freak geeignet, sondern guckt euch einfach das Video an, dann wisst ihr Bescheid. Das ist vollumfänglich wie immer, ihr kennt das. Also lassen wir uns jetzt hier noch gut schmecken. Ila lässt sich natürlich ein bisschen was in der Pfanne drin, obwohl ich es nachgewürzt habe. Ja, an alle Hundeliebhaber, Ila isst auch gewürzte Sachen. Sein Leben lang. Und guckt ihn euch an. Na Ila, wie sieht's aus? Er sieht in jedem Fall gesund aus. Noch ein bisschen müde, aber das kriegen wir heute noch hin. Ist ganz okay. Als Zugabe, als Brunch geht es. Ja. Wenn ich jetzt abends ins Lager kommen würde und habe totalen Hunger, weil ich am Tag 24 Kilometer über den Wurzelweg gerobbt bin, dann würde ich sagen, nach einer Tüte Rührei, okay, und wo ist jetzt das Essen? So sieht's aus, ne? Ich hätte es jetzt schon fast ganz aufgegessen. Natürlich ein bisschen was für den Eli noch drin lassen, sonst beschwert er sich hinterher natürlich. Mir gibt's einen super Schmack, Eli. Futti.
Ila ist unser Topf- und Säuberer unterwegs. Muss ich einfach ein bisschen weniger abwaschen. Ist so. Ja, viel besser kriegt Ila die auch nicht ab. Ja? Sieht ganz gut aus. Ja. Also das Braune ist jetzt von den letzten 5 Wochen. Ja. Nur das vom Rührei am Rand, seht ihr, ist ein bisschen hängen geblieben. Das mache ich jetzt im See, beziehungsweise ich habe auch nochmal, da verweise ich auch nochmal, ein separates Video zum nachhaltigen ökologischen Reinigen von Geschirren unterwegs. In dem Fall sogar ganz speziell in einer Bärenregion. Ja. Hier haben wir keine Bärenregion, glücklicherweise, nichtsdestotrotz. Brauchen wir hier nichts im See vor Geigen, ja, also da kommt kein irgendwie Nahrungsmittelreste rein. Ich habe jetzt hier nur ein bisschen Sand drin, seht ihr ja, ja. Muss jetzt auch gar nicht am Ufer sitzen bleiben. Und dann geht das hier auch ganz ratzifatzi. Ach, Ila hat auch gleich Durst, ist auch ganz praktisch jetzt, ne? Manchmal ist auch ein bisschen faul, er könnte auch selbst im Wasser gehen, ja, aber serviert zu bekommen, ist ja auch für den Hund viel angenehmer. Ja? Müssen wir jetzt natürlich noch warten, bis Ila fertig ist. In der Zeit kann ich meinen Lappen holen, den ich übrigens auf jeder Trekkingtour dabei habe, auch wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin, ja, mit Rucksack. Ja? Auch dann habe ich den dabei, alleine schon nicht nur um Geschirre sauber zu machen und so weiter, sondern auch um das Zelt innen mal ein bisschen von Kondenswasser zu befreien, ja. Das Boot abzuwischen und so weiter. Und jetzt haben wir hier ein bisschen Sand drin. Der ist jetzt hier von der Körnung sehr fein. Ja, aber ein bisschen grober würde besser sein. Ja. Ein bisschen grober Kies und so weiter. Aber das wollen wir jetzt nicht meckern. Ja, Hauptsache, wir haben ein bisschen was scheuert. Und mit dem bisschen was scheuert, werden wir hier jetzt die Pfanne reinigen, ohne dass wir irgendwelches Spülmittel nehmen. Ja, das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Das hatte ich in diesem separaten Video noch mal ein bisschen ausführlicher. Wo ich mir fast die Hände erfroren sind in dem Gebirgsbach. Aber es ist hier im Prinzip das Gleiche und es geht auch recht foxy fixy. Und ich sehe es jetzt schon, die Pfanne ist sauberer, als sie vor dem Ei war. Ja? Und immer noch mal dran denken, ich hatte hier vorher Fett drin. Ja? Das heißt, ich habe hier mit Kokosfett gebraten. Das habe ich jetzt auch noch nebenbei mit ein bisschen rausgerieben. Es bleibt jetzt hier nichts im See zurück, da das ja eiskalt ist. Ja, also nicht, dass jetzt jemand denkt von dem Fett und so weiter. Nein, Tatsache kann ich euch es auch zeigen. Ja, hier wird nichts schäumen, wenn ich den Lappen ausbringe. Ihr seht, das Wasser ist genauso klar wie vorher. Also unklar, wie man es immer nennen mag. Es ist mit der Pfanne dann genau das Gleiche. Ja, auch die haben wir jetzt hier super sauber bekommen. Es sind keine Eireste mehr drin. Ja. Die Pfanne ist wirklich, also die war schon richtig, ne? Es ist halt Outdoor-Leben, ja. Und ihr seht nochmal hier auch der klare See, ja. Wir haben nichts, ich hoffe, ihr könnt das sehen, was die GoPro einfängt. Nichts hinterlassen, keine Reste, ja. Ganz wichtig, ja, weder vom Lappen noch von dem Morgs. Und was ich euch jetzt noch zeigen wollte bezüglich der Tüte, ja, nicht ganz unwichtig, deswegen habe ich ja extra mir die Mühe gemacht, fast das Ei anzubrennen. Und das Wasser geholt mit der Tüte. Hier, die Tüte, ja, von der Track & Eat. Ich hatte gesagt, es gibt einen Vorteil für diese Tüten. Also mindestens einen. Erstmal machen wir das gleiche wie vorher auch wieder. Ja. Ne, Eli, der hat schon wieder Futter. Ja. Einmal kräftig durchschütteln. Und hier sind jetzt natürlich Nahrungsmittelreste drin. Ja. Laut meiner Outdoor-Ethik, wie gesagt, auf keinen Fall in Gewässernähe. Ich vermeide es auch grundsätzlich, das irgendwo in die Wildbahn zu kippen, wo ich mein Camp aufstelle. Denn ich bin oft auch in Regionen unterwegs, wo wir andere Tiere haben. Hier ist es eine friedliche Region. Ja? Aber ich möchte deswegen nicht von einem Bär gestört werden. Also vermeide ich das grundsätzlich, in Campnähe sowas auszustreuen. Ja, da ist der Radius sehr groß, über 200 Meter, wo ich dann etwas hinbringe. Hier können wir das jetzt machen, ist kein Drama. Und hier verbreite ich es trotzdem nicht in die Wiese. Ja? Könnte ich jetzt machen, weil viel ist nicht drin, aber ich will es euch ja exemplarisch zeigen. Auf dem Feuer, das ist eh nass, die Feuerstelle. Ja. Eli, du bleibst mal schön hier. Die Feuerstelle ist eh nass und was ihr jetzt hier reinkippt an Nahrungsmittelresten, es wird beim nächsten Feuer verbrennen. Ja. Das ist alles hat Brennwert. Auch Nahrung brennt. So eine Frage, wie heiß das Feuer ist. Ja. Und da habt ihr jetzt nochmal in der Tüte die Reste. Ja. Da mache ich ruhig nochmal ein Foto von. Kleinen Moment.
Das ist eine gute Idee. Das muss ich noch fotografieren. Na, bisschen dunkel. Akkurat. So. Und das, wie gesagt, würde ich jetzt hier reinkippen. Ich kippe das mal ganz schnell mit einmal um, damit wir auch die Reste oben mit rausbekommen, ja, die jetzt am Rand kleben. So. Da dürft ihr mir recht geben, da seht ihr jetzt eigentlich so gut wie fast gar nichts von. Vielleicht 3, 4, 5 getrocknete Zwiebeln liegen jetzt hier in diesem Ding. Ja, aber manchmal, und das ist ja der Punkt daran, ich habe es exemplarisch gemacht, haben wir mehr Nahrungsmittelreste, die wir irgendwo verwerten. Und auf einer Feuerstelle brennt das immer weg. Gar kein Problem. Und wenn wir jetzt natürlich irgendwo bleiben, dann zünden wir danach das Feuer an. Ich kippe das ja nicht davor drauf. Ja. Wenn ich kalkuliere ja, wie ich esse, wann ich das Feuer mache und so weiter. Ja. Und dann können wir die Tüte jetzt austrocknen. Und dann lässt sie sich noch weiter verwenden. Tatsächlich. Einmal natürlich als einfachstes als Mülltüte. Ja. Könnt ihr jetzt ein bisschen was reinmachen? Lässt sich alles zusammen. Also andere Trekkingtüten. Ne? Ihr esst ja über mehrere Tage diesen Krempel. Unter Umständen, wenn ihr mehrere Tage unterwegs seid, dann nehmt ihr eine Tüte davon, macht die richtig schön sauber. Und die anderen, die müsst ihr dann nicht unbedingt sauber spülen, weil es bedingt ja auch immer, dass man Wasser hat. Man hat ja nicht immer überall Wasser. Ne? Und wenn ihr aber eine sauber habt, dann könnt ihr alle anderen, die dann ruhig noch dreckig sind, schön ganz klein, die lassen sich auch schön fein zusammenhalten, weil es ja Aluminium ist. Es bleibt dann relativ formstabil. Eli! Eli, komm her hier! Alles gut. Die bleiben dann relativ formstabil und da könnt ihr wirklich ganz viele Tüten hier, auch wenn ihr 2 Wochen unterwegs seid, bekommt ihr hier alle Tüten reingedrückt. Ne? Und damit ist das dann ein guter Tütenauffangbehälter, sozusagen ein Müllbehälter. Ne? Lassen sich natürlich auch andere Müllabfälle, Reste und so weiter hier drin aufsammeln. Das ist bei mir so ein Standard, dass ich immer, am besten eignet sich immer eine ganz große Tüte für 2 Personen, die ihr dafür nehmt, oder aber die ganz großen Vollmilch, Milchpulvertüten, gibt es ja auch welche für 2 Liter und so weiter, die sind relativ groß. Also guckt euch die größte Tüte aus, die ihr habt, die macht ihr sauber und da kommt alles rein. Dann könnt ihr die falten und der Rucksack ist immer sauber und der Vorteil ist, wenn ihr den Verschluss auch in Ordnung haltet oben, also sauber macht. Ja? Bei der Rührei-Tüte ist es jetzt schwierig, wir hatten das mit dem Verschluss, aber andere sind dafür besser geeignet. Habt ihr im Prinzip auch keinen Gestank oder Geruch drin? Also erstmal stinkt das ja grundsätzlich nicht. Es wird ja nichts groß schlecht oder gammelt da vor sich hin. Das darf man nicht falsch verstehen. Auch nach einer Woche, so eine Spirelli-Tüte hat noch keinen Schimmel angesetzt. Ja. Aber das ist ja der Punkt daran, wegen Tieren. Ja, es soll ja keine Tiere anziehen. Denn ihr habt den Krempel ja mitunter im Rucksack drin. Ja. Der Rucksack steht in der Abside vom Zelt und da drin habt ihr dann in die Trekkingtüten. Ja. Und seid ihr denn in einer Region unterwegs, wo... Muss nicht immer ein Bär sein, reicht schon ein Vielfraß aus. Die können relativ rabiat sein. Ja? Und die wollt ihr nicht im Zelt haben. Ganz bestimmt nicht. Ihr habt ja, nicht jeder hat so einen netten Kameraden bei wie ich, ja, der sich um die kümmert. Und deswegen, ne? Gut verpacken, luftdicht und dann braucht ihr auch für Müll keine separaten Boxen mitnehmen. Ja? Sonst immer dran denken, Müll fällt immer an auf solchen Touren. Grundsätzlich immer, wo Menschen sind, fällt auch immer Müll an. Und dann müsst ihr auch immer, solltet da immer ein Gefäß bei haben, wo ihr das dann sicher verwahrt für die Dauer der Tour. Denn erwische ich irgendjemanden, der etwas zurücklässt, was er selbst mitgebracht hat, da mache ich den Mann zur Frau. Das könnt ihr mir glauben. Ne? Das ist kein Spaß. Es gibt dazu ein passendes Video bei mir. Also nicht zur Geschlechtsumwandlung, sondern zum Thema Outdoor-Ethik. Ja, vernünftiges. Ich stehe ja, Backcountry Expedition steht für nachhaltige Outdoor-Abenteuer. Das heißt, wir machen hier keinen Müll in der Natur. Wir halten uns hier extrem konform auf. Da habe ich eine riesen Richtlinie, wer daran interessiert ist, das Outdoor-Video zum Umgang richtigen Verhalten in der Natur. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Dauert ein bisschen länger, ist sehr intensiv, aber ist wirklich alles drin, bin ich der Meinung. Ja, und dann habt ihr hier diese super saubere Trekkingtüte. Punkt Nummer 1, Müllbehälter hatte ich gesagt. Und Punkt Nummer 2, ist ein bisschen unter anderem, wie gesagt, man kann sich ganz viele Sachen darunter vorstellen, ja. Aber Punkt Nummer 2, vielleicht ein bisschen unorthodox, hat der ein oder andere noch nicht daran gedacht. Eli, komm mal her hier. Hierher. Hierher. Eli, komm her.
Komm her, Eli. Kleinen Moment, wir müssen mal kurz den Hund an die... Eli, komm her hier. An die Strippe legen, weil er macht natürlich alles richtig. Ist ein Wachhund, ja, soll er machen. Aber die Schweden sind es nicht gewohnt, Hunde unangeleint zu sehen. Da kriegen die sowas wie einen Rappel. Ein Hund gehört für die an die Leine grundsätzlich. Das ist Standard. Ja, wir hatten das auf meiner Tour ausgiebig besprochen. Und läuft die Eli frei rum, kriegen den Herzkasper. Ist so. Gut, also zurück zur Tüte. Tüte, ja, ist jetzt sauber. Ja. Und jetzt kommt die unorthodoxe Anwendung als kleinen Tipp für euch. Ich sage dennoch, bevor ich darauf hinweise, nicht zur Nachahmung empfohlen. Aber ich muss es euch trotzdem zeigen, weil ich es einfach mache. Und zwar Zeltheizung. Ja. Tüte hingelegt, Kocher drauf. So. Ja, Kocher drauf. Da sind tatsächlich Menschen in ungefähr schätzungsweise 200 bis 300 Meter Entfernung. Ja. Von daher, der Junge macht alles richtig. Hier drauf. Ja. Und das reicht tatsächlich schon aus als Isolationsschicht. Ila, jetzt ist gut. Als Wärmeisolator sozusagen, Hitzereflektor, ist ja der Punkt, dass euch der Zeltboden nicht anbrennt, wenn ihr den Kocher jetzt anmacht. Ich habe so schon bei Schlechtwetter und Nässe, Kälte im Zelt ordentlich eingeheizt, habe die Zeltinnentemperatur um 20 Grad Celsius nach oben gebracht und konnte damit innerhalb von 2-3 Stunden, ja, knapp 3 Stunden waren es, total nasse Sachen wieder anziehfertig trocknen. Das Ganze glich einer Sauna. Ja, wenn man von außen geguckt hat, das Zelt hat in alle Richtungen rausgedampft natürlich, ja, aufgrund der Feuchtigkeit. Das funktioniert natürlich nicht bei jedem Zelt. Und ich weise hier nochmal darauf hin, dieser explizite Tipp ist wirklich nicht zur Nachwendung empfohlen. Aber wer mit mir reist, ja, wer bei mir dabei ist, der kann sich sicher sein, dass das sicher vonstatten geht. Ich wohne bei mir zu Hause im Wald in einer Holzhütte. Ich koche auf offenem Feuer. Ich habe Kerzen bei mir in der Holzhütte anzubrennen als Licht. Ja. Ich kann mit Feuer umgehen, bin ich der Meinung. Ich habe auch noch keinen Waldbrand oder ähnliches entfacht. Ja. Das ist nochmal ein Tipp an alle Leute, die nicht mehr mit Feuer umgehen können, die mit Rauchmelder und LED-Lampen leben. Ja. Davon bin ich weit entfernt. Und deswegen schätze ich mich kompetent genug ein, dass ich sowas hier auch machen kann. Ja. Für all jenen, die sich nicht ausreichend kompetent genug einschätzen, lasst das bitte bleiben. Aber dennoch will ich es für alle anderen, die so ähnlich ticken wie ich, als netten Hinweis geben, diese Tüte ist ein guter Hitzereflektor. Und habt ihr davon mehrere Tüten, ja, könnt ihr die natürlich auch entsprechend eurer Zeltempfindlichkeit, das kommt ja darauf an, nicht jedes Zelt ist gleich empfindlich, auch übereinander legen, auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Und dann gibt es für solche Tüten, wie gesagt, noch bestimmt, ihr könnt mir gerne ein paar Kommentare hinterlassen, was ihr sonst noch mit leeren Trekkingtüten macht. Ja. Gibt es wahrscheinlich noch die ein oder andere. Ihr könntet zum Beispiel, könnt ich mir vorstellen, unterwegs auch Beeren sammeln natürlich. Nochmal Pilze ein bisschen aufbereiten. Ein paar Flechte, um daraus einen Tee zu kochen. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Tüte nochmal wieder zu verwenden, bis sie dann hoffentlich irgendwo, und das ist immer ganz wichtig, das mache auch ich, hier auch auf Tour haben wir grundsätzlich immer gemacht, Kunststoffe trennen. Ja, hier zum Beispiel in Skandinavien funktioniert das wunderbar. Die haben ja auch ein super Mülltrennsystem. Und da könnt ihr im Prinzip diese Tüte in den Verbundstoff, das heißt den Kunststoffhalter, da wo Metall und Kunststoffe sind, dann zurücklassen. Nichts muss in der Natur bleiben und wie gesagt, immer dran denken, derjenige, der das anders macht und ich den live dabei erwische, der macht das nur noch einmal. Ja, es hat wie immer, ich muss gar nichts sagen, ne, länger gedauert als gedacht. Wir haben es 4 Minuten vor 1 Uhr, aber ich habe auch noch ein Video gemacht.
eigentlich fast zwei, glaube ich, wenn ich es richtig überlege. Ich muss nochmal sortieren zu Hause. Also separat, explizit jetzt außerhalb der Tour sozusagen. Zu bestimmten Themen mache ich ja immer mal unterwegs auch Videos. Ja. Und da wisst ihr, das dauert immer so ein bisschen. Auch wenn es jetzt nicht mit einer professionellen Kamera gemacht habe. Ich habe es auch mit der GoPro gemacht, mit der Einfachheit halber. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es ist was geworden. Und jetzt seht ihr das vielleicht auch. Also es beginnt zu nieseln hier am See. Ja. Und das ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, hier die Segel zu streichen, würde ich meinen. Wobei das nichts Großes wird. Also das, denke ich, wird auch nur eine kurze Nieselhusche werden. Das regnet sich hier nicht ein oder ähnliches. Man kann die Sonne ja noch ein bisschen erahnen, also den hellen Himmel. Das ist mein letzter Tropfen Wildmarkssaft. Die haben ja echt Namen für so eine Plörre. Nun gut, wird das bei uns wahrscheinlich auch geben. Und ich habe jetzt einfach noch mal kurz mit auf den Steg genommen, um noch mal hier vielleicht den letzten vermeintlichen Moment am See zu genießen, ohne dass ich sabble. Und dann hat uns auch diese Stelle ein zweites Mal eine wunderbare Herberge gegeben. Ja, kann man nicht meckern. Alles bestens gewesen. Wir haben auch wieder dieses Mal alles sauber hinterlassen. Es gibt keine Hinterlassenschaften unsererseits. Nichts liegen gelassen oder ähnliches. Ganz wichtig. Und was ich festgestellt habe, in den letzten zwei Tagen, wo wir nicht hier waren, oder an dem einen Tag war es ja genau, hat sich hier jemand aufgehalten, der hier ein paar Stöcker geschnitzt hat, ja, der damit vermeintlich auf entweder was grillen wollte, ja, oder Fischfang gehen. Ich tippe ja mal aufs Grillen. Ja. Sind jetzt aber offensichtlich nicht zur Anwendung gekommen. Vermute ich mal. Ich sehe keine Speisereste dran. Schwarz sind sie auch nicht. War also nur vielleicht eine lehrreiche Lektion. War ja Sonntag. Hätte ja sein können für den Sohnemann. Papa hat gezeigt, wie beim nächsten Mal hier auf dem Feuer vielleicht eine Wurst grillen. Ja? Leider keine Elchwurst. Wir hatten das. Nun dann, werden wir jetzt losziehen. Und jetzt muss ich mal überlegen, ob ich das so mache mit den Lundtag-Stiefel-Fotos. Die Entscheidung treffe ich innerhalb der nächsten 4,5 Minuten. Und dann geht es halt Richtung Süden. Sehr schön. Verabschieden wir uns aus der Region Tiveden Nationalpark, der uns hier zwei Tage ein paar schöne Wanderungen beschert hat. Und das bei fast regenfreiem Wetter. Da muss ich sagen, top. Denn immerhin November und es ist noch tatsächlich einigermaßen warm. Wenn man jetzt nicht so eine unterkühlte Liegematratzenmemme wäre, wie ich es in den letzten Wochen geworden bin. Auf dahin, ja. Eli freut sich schon, dass es losgeht. Wollen wir den armen Jungen jetzt mal warten lassen? Wollen wir mal gucken, dass wir nichts vergessen haben. Kein Hering steckt noch irgendwo im Boden. Insofern alles schick. Ah. Na, Wiggy? Hältst du mal kurz fest? Da seht ihr, wozu ein Hund nicht zu gebrauchen ist. Ja, das sind so die Sachen, da muss man sich denn doch selbst drum kümmern. Leider. Mal gucken, was gleich der Schwede sagt, Eli. Wollen wir hören, was der Schwede sagt? Pass auf. Na, drei geht's los. Drei. Oh.
Toi, toi, toi. Also wenn auf jeden Fall lass es, ja, denn auf unseren, wie nennen wir ihn eigentlich? Rastplatzführer. Nein, das wäre definitiv seiner nicht würdig. Er hat schon deutlich mehr geleistet. Das muss man lassen. Auf dahin.